Quirkwillen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Rage of Empires, dem Age of Empires 2 Format hier auf rocketbeans.tv, der Zentrale eures Daseins. Mein Name ist Donny O'Sullivan und ich mache diese Sendung nicht alleine, sondern eigentlich im Verbund mit 4 insgesamt Leuten. Insgesamt zu viert waren wir, glaube ich, das letzte Mal vor 3 Jahren. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Heute sind wir immerhin 3/4 da, weil ja es gibt einen gewissen, ich nenne ihn jetzt mal Gieselheimer, der ist gerne einfach nicht hier und ist dann irgendwo zu Hause und trainiert nicht. Aber wir, die jetzt da sind und die heute für euch die Sendung schmeißen, die haben richtig Bock. Die sind heiß. Und das bin nicht nur ich, sondern das sind diese beiden wunderhaften Herrschaften. Das ist Mara und das ist Florentin. Was gibt's bei euch? Hey! Hi! Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hey. Es sind zumindest wieder 3 da. 3,5 und Rikon nämlich ist auch hier. Rikon ist mit dabei. Wunderbar. Ansonsten, ich glaube, wir hatten noch wie dieser Manuel irgendwie hieß der. Markus? Den wir noch hatten. Der ist nicht da, er ist aber online. Also ja, wir setzen einfach Rikon hin und dann genau, fertig ab. Ich meine, im Endeffekt hat ja Rikon ja auch eine natürliche Weste, wenn man da nochmal genau hinguckt. Man sieht ja auch sein Fell. Das ist ja quasi, also wenn das weiß, ist quasi seine Haut und das Fell ist ja quasi eine Weste eigentlich, ne? Im Grunde schon. Ja. Im Grunde schon. Und ich meine, der spielt ja mindestens genauso gut wie Gieselheimer, von daher, und ja, leckt sich auch gern die Eier. Oh Gott. Marco, herzlich Grüße an dieser Stelle. Du, Leute, passt auf, wir sind heute sowas von Profi mäßig unterwegs, ja, weil ohne Marco klappt's halt auch. Wir sind alle, das glaubt ihr gar nicht, bitte mal abgreifen, wir sind alle schon in der Lobby. Guckt euch das mal an. Wir haben Zuschauer eingestellt, wir haben die Farben schon eingestellt, wir haben die Map eingestellt, wir sind quasi ready to go und das machen wir heute auch. Wir legen heute direkt los und ich erkläre euch, was wir heute machen. Freunde, es gibt mal wieder, und da freue ich mich ganz besonders drauf, ein One-on-One, Florentin versus Mara. In der Vergangenheit, finde ich, hat das schon großartige Spiele gegeben zwischen den beiden. Ich erinnere da gerne an das Fake-Tor von Mara. Ein freches Steintor, welches sie anstelle von Florentins Steintor gebaut hat und wo Florentin einfach nicht damit klarkam, was das soll. Vielleicht sehen wir sowas heute wieder. Wir haben uns, beziehungsweise die beiden haben sich ein bisschen überlegt, welche Map sie denn spielen möchten. Ich werde das Ganze einfach nur casten. Und sie haben sich geeinigt auf Hügelfestung. Ich frage mal die beiden, warum habt ihr da Bock drauf? So schön entspannte Map. Man hat alles, was man braucht, schön in einem kleinen, umzäunten Bereich. Interessanterweise, es ist so ein bisschen so ein Mittelding aus Arena und irgendeiner anderen Quatsch. Und Hügel, ja. Man startet auf einem Hügel mit einem Wall. Tatsächlich manchmal, wenn man die Map startet, ist es ein Palisadenwall, manchmal ist es ein Steinwall. Wir haben schon wirklich die Florentin hat schon die Theorie aufgestellt, dass, weil ich Teutonen hatte, natürlich dann alles mit Steinwall war. Florentin, ganz kurz, du hast da was ganz Komisches. Unten rechts, kannst du mal draufhauen? Da war gerade was ganz Seltsames irgendwie. Oh, komisch. Kannst du das mal wegmachen? Tatsächlich, das ist ja, das gehört ja nicht. Sorry, das ist mir jetzt unangenehm. Du hattest da einfach was, tut mir, das hat mich ein bisschen abgelenkt. Das passt dir nicht dazu. Tatsächlich, manchmal spawnt es mit einem Palisadenwall, manchmal mit einem Steinwall. Wir wollen mit einem Palisadenwall spielen. Das heißt, sollten wir jetzt mit einem Steinwall spawnen, dann wiederholen wir, egal welches Volk. Auch selbst wenn Mara jetzt ihr Lieblingsvolk bekommt, selbst dann starten wir neu. Okay, Florentin, bevor wir anfangen, eine letzte Frage an dich. Und ich glaube, ich spreche und ich stelle diese Frage wirklich stellvertretend für alle Zuschauer und insbesondere den Chat, der gerade live fleißig mitschreibt. Florentin, auf der Quatsch-Map-Skala, 1, extreme Quatschmap, 10. Hamburger. Ach, das ist Hamburger, genau. Genau. Was würdest du sagen, was hat diese Map für einen Quatschmap-Faktor? Ich würde sagen, es ist so eine 3,5. Eins ist richtig scheiße und 10 Hamburger. Zwischen 5 und 7, wie du die findest. Genau. Zwischen 1 und Hamburger sind es klassisch die Portugiesen. Also es ist mittendrin. Okay, genau. Ich würde sagen, auf einer normalen Skala. Eine 3,5 ist alles in Ordnung. Es gibt nicht irgendwie random Spawn-Gedöns. Von daher, ich bin guter Ding und ich habe auch Bock, weil ich will mal wieder ein gutes Spiel spielen. Ich habe irgendwie jetzt in letzter Zeit viel Nonsens gemacht und ich will mal wieder so ein solides Spiel spielen. Ich will mir das anschauen können morgen und Donny sagt so, ja, also muss man den Florentin auch lassen. Also die Basics hat er wirklich verlässlich drauf. Sowas hätte wir nicht gern sehen, ja. Und ich finde, mittlerweile kann er auch mit mehr als nur mit Spanien spielen. Also das muss man ihm echt zugutehalten. Er kann da mit den Inkas und mit den Mungel lesen oder was auch immer, da wirklich was rausholen. Ja. Und ich bin bereit, wir spielen random und mir ist es heute egal, was kommt. Egal, was kommt, ich habe einen klaren Kopf, ich habe den Tech-Baum offen. Du hast den offen? Ich baue, was es braucht. Ich baue eben einfach, was es braucht. Ja? Wenn es Elefanten
brauchst, baue ich Elefanten. Wenn es Bogenschützen braucht, baue ich Bogenschützen. Ich bin flexibel, ich bin überall, ich bin wie Jazz. Ja, und scheinbar bist du auch sehr cool, weil Mara einfach mal mit Jacke spielt. Das ist nicht schlecht. Was machst du, wenn du Khmer bist? Dann gebe ich auf. Das ist der einzige Punkt. Die Khmer sind ja. Nee, das stimmt nicht. Die Birmesen waren. Ach, egal. Wie heißen die? Gut. Birman. Ach ja, egal, jetzt komm, wir starten jetzt. Was ich sagen wollte ist: okay. Rekon, du verstehst mich als Einziger. Egal, was wir heute spielen, ich werde das gut machen und ich werde flexibel denken und ich werde einen kühlen Kopf bewahren, okay? Ja. Machen wir das? Ja. Wir sehen den Hund nicht, aber ja, gut. Ich glaube, er hat von mir aus. Los geht's. So, und ich würde mal direkt ein Voting, wenn es geht, wenn die Regie gerade Bock hat und das hinkriegt, wäre es Hammer. Ich würde direkt mal ein Voting starten, können wir dann gleich mal reingucken, was ihr denkt. Wer wird gewinnen? Mara oder Florentin? Ihr könnt jetzt dann demnächst gleich mal abstimmen hier im Chat. Dann kann ich schon mal ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie ihr die beiden so einschätzt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die Lobby und brauchen mein dummes Gesicht nicht mehr sehen, sondern nur noch dieses geile, vorzügliche Spiel. Und ich hoffe, ich werde jetzt gleich gemutet. Hier spammt einer. Denn jetzt geht's los. Tu es. Drüben. Jetzt, also aber Restart bei Steinbach. Jetzt müssen die nur noch starten. So, ich guck dann gleich mal auf den Vote, wenn er dann freigegeben ist und dann wird das geil. So, also Palisadenwahl. Also da gibt's schon mal keine Ausreden. Wir werden nicht neu starten. Ich sag gleich was zur Map. Wir haben auf jeden Fall erstmal Mara mit den Mongolen. Fantastisches Volk, wie ich finde. Erweiterte Sicht kann man jetzt hier auch sehen. Die haben ist ja hier eh schon erforscht wie bei Arena, aber das werden wir nachher sehen. Der Scout hat eine größere Sichtweite als die anderen normalen Scouts. Und wir haben die Japaner. Also, da kann sich keiner beschweren. Zwei, wie ich finde, gute Völker, gute, bisher gute Völker. Japaner haben eigentlich so ein bisschen von allem. Da kann man eigentlich viel Richtung einschlagen, haben dann später auch die Samurai, die natürlich ein absoluter Trashkiller sind, falls es überhaupt so spät geht, das Spiel. Und wir haben mit den Mongolen natürlich der Klassiker, berittene Bogenschützen bauen, beziehungsweise später dann Mangodai, wenn man denn die Wirtschaft dafür ja hat. Mangodai sind leider erst recht spät wirklich richtig gut. In der Ritterzeit Mangodai sind eigentlich gar nicht so wirklich stark, aber wenn man dann später die ganzen Upgrades in Impf bekommt, kann sich das schnell zu einer unschlagbaren Einheit entwickeln, wenn man eine gute Masse von ihnen bauen kann. So, wir sehen die Mongolen, wir haben sehr, sehr viel zur Verfügung. Wir haben bis zu Arbalestenschützen, wir haben, wie gesagt, schwere berittene Bogenschützen mit pathischem Manöver und Daumenring. Also da kann man schon mitunter die besten berittenen Bogenschützen bauen im Spiel. Wir können hier sogar die Elite-Kämpferlinie gehen. Paladine werden eh selten gebaut, aber man hat auch Kamele. Also ist schon echt ein richtig, richtig starkes Volk. Vor allem Völker finde ich persönlich mit Kamelen sind immer lecker. Kann man nämlich schön Ritter kontern. So, wir haben die Japaner, da gucken wir auch noch mal rein. Hier wird es einen ganz normalen Standardbild geben am Anfang. Oh, guck mal, Florentin geht sogar hier auf das Tier. Das hat er gelernt, sehr schön. Hier hat er sein Lob, was er sich erhofft hat. Das macht Florentin sehr gut. Er hat ein geschubst. Gucken wir ganz kurz hier bei den Japanereien. Haben natürlich auch gute Schützen. Haben bis zu Arbalesten, haben sogar leichte Kanoniere. Das haben die Mongolen nicht. Können hier auch bis zu Elite-Kämpfer gehen. Haben helle Baden. Wir haben aber hier keine Kamele. Und ich prophezeie jetzt schon, beziehungsweise, jetzt gucken wir mal, ob das hier auch alles gut gelöst ist. Ein bisschen früh, weil jetzt wird das ganze Essen verschwendet. 100 und 36 sind jetzt quasi für umsonst. Guck mal, habt ihr hier alles. Jetzt muss er einquartieren. Ah, also auch hier nochmal ein Lob. Ja, das, ja, hat er den Wegbuck noch nach hinten gesetzt, aber macht daraus ein Haus. Schöner Start von Florentin. Finde ich. Hat er gut gemacht. Ah, wir sehen gerade die Umfrage, sagt mir Paul. Also, 58% sind der Meinung, dass Mara gewinnen wird und nur 41% für Florentin. Puh. Also, wenn ich mir jetzt so den Start hier angucke, habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Florentin auf Zack ist heute. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, also das war auch nicht schlecht. Gleichzeitig der Lur und hier noch gerettet. Gut, er hat jetzt zwei sehr low Wills, aber immerhin, war ganz gut. Genau, also ich wollte meine Prophezeiung oder meine Vermutung kundtun. Mal hier ein bisschen ineffektiv von Mara. Ist immer wichtig, dass man auch hier die Holzfäller ein bisschen mal kurz. Sie kann hier zum Beispiel daran und sie kann hier ran. Das ist alles ein bisschen effizienter. Es reichen auch drei Leute auf einem Reh und nicht vier. Der könnte zum Beispiel hier noch mit abbauen, aber alles so Kleinigkeiten, die jetzt nicht so wichtig sind. Also, was vermute ich? Ich vermute, dass Florentin
und Maren natürlich beide Fast Castle spielen werden. Ja, ich gehe davon aus, dass Florentin schneller in der Ritterzeit sein wird. Den Bild hat er raus, da weiß er, was er machen muss. Und ich gehe davon aus, dass Florentin Ritter bauen wird. So. Und ich hoffe jetzt, auch gutes Timing hier mit dem Boar, fast perfekt, nimmt auch hier noch ein bisschen Nahrung mit. Jetzt muss er aufpassen, dass er mit keinem schwachen Will, er hat zwei schwache Wills, den Boar angreift. Aber das macht er ja eh nicht, ne? Ja, alles klar. Und ganz wichtig, ich glaube, dass, mal gucken, ob der Mara das auf dem Schirm hat, die Mongolen bauen viel schneller ab, also jagen viel schneller. Es ist extrem schnell, wie schnell die halt so ein Boar wegradieren und auch Schafe und so weiter. So, jetzt, um es endlich zu Ende zu bringen. Also, Florentin wird wahrscheinlich Ritter spielen und wenn Mara das hoffentlich auf dem Schirm hat, ja, dann wird sie Kamele bauen. Weil dann braucht sie keine Mönche oder Pikeniere oder so ein Quatsch bauen, sondern sie kann einfach ein paar Kamele bauen und sogar dann bis hoch immer weiter upgraden und dann, glaube ich, sogar imperiale Kamele bauen. Also, kann man dann später auch noch gebrauchen. Wo sind sie, die Mongolen? Mal gucken kurz. Schwere Kamelreiter meine ich, nicht imperiale Kamele. Das haben nur die Inder, oder? Im Chat wird gerade gesagt, Schafe zählen nicht als Jagen, sagt Dark Matter. Vielen Dank für den Hinweis, da hast du natürlich recht. Fehler meinerseits. Ja, Rehe und Boar zählt als Jagen, genau. So, wir haben jetzt Pop 21 beim uralten Kurt Bodovic und Pop 20 bei Mara. Alles recht Standard. Mara geht hier auf einen Bild mit einem Lumbercamp. Geht jetzt verstärkt auf Nahrung. Jetzt ist die Frage, sieht er nach einem Bild aus, wo sie jetzt dann doch hochklickt? Und vielleicht früh Aggression machen will? Fände ich nicht schlecht. Gucken wir mal, ob sie klickt oder nicht. Nee, sie hat ja hier doch, oder? In der Schleife habe ich übersehen. So, also sie macht dann auch ein Fast Castle. Und Florentin, was macht er für ein Bild? Baut jetzt schon Felder? Diese Mühle ist Quatsch. Tut mir leid, Florentin. Es gibt nicht nur Lob heute. Die Mühle ist einfach Quatsch. Die hätte man vielleicht hier hinbauen können. Dann kannst du hier noch die zwei Rehe zum Beispiel mitnehmen. Weil du kannst auch hier noch ein Feld hinbauen. Das ist immer noch effektiv genug mit dem Dorfzentrum. Gut, ich sag mal, Quatsch ist ein bisschen ein hartes Wort. Aber sie ist nicht optimal. Quatsch ist ein bisschen zu heftig. Aber sie ist nicht optimal, weil man hat hier noch Rehe. Und dann kannst du ja genauso hier drum Felder bauen und kannst auch die Rehe mitnehmen. Aber ansonsten sieht das doch alles ganz gut aus bei beiden. Leute, mir gefällt das. Mir gefällt das. Jetzt hat sie hochgeklickt. Danke für den Chat. Knackfuß hat es gerade gesagt. Knackfuß89. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, dann war meine Vermutung dann doch initial richtig, dass sie früh hochgehen möchte. 22 Pop. Könnte ein Archer-Bild sein. Sieht wohl auch so aus. Sie geht jetzt schon auf Gold. Hier, Florentin lässt sich nicht lumpen und guckt sich das Ganze aber mal sowas von an. Hier, die winken rüber und sagen, Hallöchen. Popöchen. Zweites Lumbercamp kommt jetzt. Und das wird ein Archer-Bild. Hier kommt der Lumbercamp hin. Schlau, schön gemacht von Mara. Geht jetzt hier rüber, will gar nicht revealen. Das darf, aber es wird Florentin eh sehen. Aber ich finde es schön, dass sie einfach trotzdem hier rüber geht, um das ein bisschen zu verstecken. Kann nämlich sein, dass das Florentin trotzdem nicht sieht. Gucken wir mal rein. Er sieht das nämlich nicht. Hier hätte er es gesehen, glaube ich. Wenn er hier reingekommen wäre, hätte er was sehen können. Naja, naja, vielleicht auch doch nicht. So, Feudalzeit ist nun erreicht bei Mara. Und ich glaube jetzt... Können wir mal Florentins Gesicht sehen? Können wir mal ganz kurz sehen, wie er so guckt. Ne? Ihr wisst ja, die Emotionen von Florentin sind natürlich ein großes Rätsel der Menschheit. Freude sieht genauso aus wie Angst, aber auch genauso aus wie Erregtheit. Ihr könnt das unten sehen. Ich gehe aber davon aus, dass er jetzt nicht froh ist darüber, dass Mara jetzt schon vor der Halbzeit ist, weil er genau weiß, was kommt. Sie wird früh nerven. Ja, Stichwort früh. Es ist ein bisschen spät eigentlich. Ne? Archer-Bild sollte man eigentlich mit 22 machen. Sie hat irgendwie 24 Dorfbewohner, 24 Pop. Ist nicht ganz so optimal. Verstehe gerade nicht. Also ich baue da schon weiter jetzt. Ah nee, sie ist ja mit 22, Leute. Ich bin ja hier überall durcheinander gebaut heute. So, Schmiede und Marktplatz wahrscheinlich jetzt für Florentin. Ich denke mal, hat um die 600 Nahrung. Nee, was macht der denn? Das hat er aber verkackt, den Bild. Da hat er viel zu wenig Nahrung jetzt für ein Fast Castle. Und baut auch... Jetzt baut er eine Schmiede. Marktplatz baut er noch nicht. Vielleicht will er einen Stall bauen, anstatt Marktplatz. Wird aber auch nicht in Auftrag gegeben. Ja, da ist interessant. Also hier kommt jetzt der Stall, ja. Bisschen spät. Also er hatte eigentlich genug Ressourcen, um den sofort zu bauen.
zwei Archery Ranges für Mara. Ja, ich find's gerade ein bisschen geil, muss ich sagen. Ich bin jetzt gespannt, was da passiert. Also ich würde jetzt mal sagen, Mara ist ein Ticken zu spät eigentlich für das, was sie vorhat. Erstens Lob für die Idee, früh sozusagen, also vor der Zeit sozusagen Einheiten zu bauen und schon zu stressen, das schon mal gut. Aber da muss es schneller kommen. Ne? Florentin ist jetzt demnächst in der Ritterzeit. Ja, hat jetzt schon fast die 800 Nahrung und das Gold hat er schon lang. Könnte sich auch jetzt sogar hochkaufen, wenn er einen Marktplatz gebaut hätte. Hat er aber nicht, aber Wälderwirtschaft kommt schon ganz gut rein. Dann wirst du gleich hochklicken. So, und Mara hat noch nichts auf der Map. Das ist das Problem. Da sind drei Schützen drin. Und jetzt kommt erst langsam die Produktion ins Laufen. Ne? Sie hat hier Gold und Holz, jetzt alles schön und gut. Lob übrigens hier für das Steinlager. Finde ich gut, dass sie einfach das TC benutzt. Aber spätestens, ja, früher oder später wird sie hier auf jeden Fall, naja, obwohl man kann hier auch anders Stein bauen. Okay, jetzt könnte sie losgehen, sollte sie losgehen, würde ich sagen, mit ihren Schützen und irgendwie versuchen, noch damit Damage zu machen. Denn eigentlich ist sie schon zu spät dran. Scout bitte bewegen, immer Scout in Bewegung halten. Ja, Leute, ganz kurz, ich habe vergessen, was zur Map zu sagen, aber ich glaube, ich habe jetzt so viel rumgescrollt, dass ihr auch schon gesehen habt, was Sache ist. Beide Spieler sind auf so einem Hügel. Hier unten ist Wasser, das ist ganz einfach aus dem Grund, man kann keinen Castle, Forward Castle bauen, der irgendwie die Base stresst. Ja? Also du kannst hier unten eine Burg hinbauen und das reicht nicht von der Reichweite her, um irgendwie zu stressen. Du kannst hier auf dem Hügel gar nichts bauen. Ich glaube gar nichts. Marco ist im Chat, gerne mal sagen, ob ich da jetzt Quatsch erzähle, aber ich glaube, man kann nichts bauen auf dem Hügel. Obwohl, eigentlich wird es mich wundern, weil hier gibt es ja auch Ressourcen. Vielleicht kann man Mining Camps drauf bauen. Auf jeden Fall, wir haben es vorhin mal ausprobiert, man konnte auf jeden Fall keine Burg hier drauf bauen. Ich weiß nicht, wie das dann genau ist. So, und die sind recht nah aneinander, muss man auch noch dazu sagen. Also ähnlich wie bei Arena. Richtig, Donny, da kann man nichts bauen, sagt Marco. Ja, liebe Grüße auch an dich, Marco, im Chat. Schön, dass du dich hier blicken lässt, das freut mich. Genau, also, richtig so. Jetzt hat Mara doch ein kleines Fenster, wo sie Stress macht. Jetzt muss sie die Dorfbewohner an. Jetzt, hier, genau, sehr schön reagiert Mara, das gefällt mir gut. Sehr, sehr gut. Schöner Move von Florentin hier mit der Schmiede. Er hat einfach eine Panikschmiede gebaut. Da hat er eine Doppelschmiede, ist aber auch eine. Ist scheißegal. Er muss auf jeden Fall verhindern, dass sie hier reinkommen. Loom hat er schon. Sehr schön. Gefällt mir gut von Mara. Sie muss jetzt hier gegenschießen. Einfach hier gegenschießen, nicht rumlaufen. Genau. Macht sie perfekt. Einfach hier nochmal weiter stressen. Aber Florentin hat hochgeklickt, ist schon längst oben natürlich. Und wird jetzt mit Rittern kommen. Jetzt wird der erste Ritter schon erschaffen. Und leider ist aber Mara weit davon entfernt, hochzuklicken. Und kann natürlich jetzt noch keine Armbrustschützen bauen. Das heißt, ein Ritter kann hier locker drei, vielleicht vier Bogenschützen mit dem richtigen Marco schon raus aus dem Spiel nehmen. Und ich denke mal, Florentin wird warten, bis er drei Ritter hat, bevor er ein Engagement wagt. Weil wenn er das jetzt nicht macht, das wäre, glaube ich, nicht ganz so schlau. Er sollte warten, bis er zwei, vielleicht drei Ritter hat. Okay. Ja, gefällt mir gut. Mara, wie gesagt, bisschen spät, aber schön. Jetzt kommt sie rein. Jetzt muss. Oh, er hat schon das Defensiv-Upgrade sich besorgt, Florentin. Darauf hat er gewartet hier mit dem Ritter. Dieser Ritter wird. Hat keinen Kill hingekriegt. Doch einen hat er, ne? Ich sehe die Leiche hier nicht. Ah, es kommen immer mehr welche nach. Der Scout hilft fleißig mit. Ah, oh, ja, doch, er tatsächlich, der erste hat keinen gekillt, aber jetzt konnte natürlich der eine Ritter dann mit zwei Schlägen die ganzen Lows an wegmachen. Ha, ja, ja, ich sehe gerade tatsächlich Florentin in der Oberhand, weil er wird jetzt, er hat genug Wirtschaft, um konstant Ritter zu produzieren, mehr oder weniger. Ja? Und es wird zwar lange dauern, aber er wird das hier aufräumen, früher oder später. Und verliert keine Wills. Verliert aber natürlich die Armee, die er eigentlich gerne benutzt, um selber anzugreifen. So, hier bitte einquartieren, Florentin. Das wäre wichtig jetzt. Ja, wenn er hier einquartiert, sind die alle tot, die beiden. Macht er nicht. Schade. Und hier wird ein Turm gebaut. Okay, das ist interessant. Dieser Turm ist interessant. Lass ich jetzt einfach mal so im Raum stehen, das Wort. Interessant. Mit einem Low Wills. Da hätte Mara, ja, macht sie jetzt schlau, einfach mal noch versuchen, so viel Damage wie möglich mit diesen bereits gekauften Einheiten zu machen, auch wenn sie zum Tode verurteilt sind. Einmal einquartieren, Florentin, und die sind, das ganze Problem ist gelöst. Aber gut, ich reite jetzt da mal nicht drauf rum, sondern geritten wird hier auf den Rittern.
Auf den Pferden eigentlich. Die Ritter reiten auf den Pferden, so muss man sagen. Und jetzt wird sich das ganze Game switchen, denn jetzt wird Florentin auf jeden Fall 3 Ritter bauen und dann angreifen. Aber Mara ist hartnäckig, die schickt immer weiter nach. Wir gucken mal ihre Wirtschaft an. Sie hat auch hochgeklickt jetzt, zur Hälfte Ritterzeit. Und ist auch nicht so schlecht, sie baut halt konstant ihre Bogenschützen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass jetzt ein guter Moment wäre, die Bogenschützen mal zu sammeln. Um dann irgendwie 10, 15 Stück zu haben, mit denen man dann Armbrustschützen machen kann, die dann auch so ein Ritter auch eine Chance gegen so Ritterzeit Ritter haben. So. Jetzt hat Florentin erstmal aufgeräumt. Wir haben 34 Pop bei Mara und wir haben höchstwahrscheinlich viel mehr bei Florentin. 39, ja, nicht viel mehr. Könnte mehr sein, würde ich sagen. Zweites TC lässt auch auf sich warten. Ich würde sagen, hier ist eine schöne Stelle für ein, direkt für ein zweites TC. Gold und Holz. Er geht auf jeden Fall jetzt hier irgendwo anders eins bauen. Vielleicht macht er entweder ein Holzlager irgendwo hin. Wo er hiermit hin will, weiß ich nicht. Ich denke mal, er wird vielleicht hier, könnte auch noch ein TC hin. Naja, mal gucken. Wir werden es sehen. So, Mara macht genau das, was ich... Oh, guck mal, der Bär hier. Da geht Ridi ab. Boah, der will den Ritter haben. Guck mal, diesen Bären. Fucking hier, wie heißt nochmal der Leonardo DiCaprio-Film? Guck mal hier. The Revenant, Alter. Was soll das denn? Boah. Beim Revenant war es ein bisschen heftiger. So, ich würde jetzt, wenn ich Mara wäre, nicht jetzt da schon hingehen, oder? Ich würde eher mit dem Will gehen und hier ein bisschen Quickwallen. Aber jetzt kommt's Upgrade rein. Nicht schlecht. Aber die machen nicht viel Damage, denn Florentin hat schon das Defensiv-Upgrade. Der wird reinkommen, aber verrecken. Und hier könnte man schön Quickwallen noch, dann könnte er nirgendwo hin. Einfach ein Haus hier hin, dann ist das auch erledigt. Ah, schön, hat sie abgewehrt. Freunde. Krass auf Augenhöhe. Guckt euch mal die Punkte an. Also das ist wirklich jetzt sehr, sehr ausgeglichen. Ja, hat Mara gut gemacht im Endeffekt. Jetzt hier, oh, hab ich übersehen. Schön hier. Mara mit der Burg. Ist mir entgangen. Da ist sie, glaube ich, dem Florentin weit voraus. Ich glaube, Florentin hat wenig Stein. Ja, 355 hat erst spät angefangen zu bauen. So, wo sind diese Wills hin? Also doch hier, ja. Genau. Das wäre also meine zweite Vermutung gewesen. Ist nicht so optimal. Ich glaube, das wäre deutlich schlauer gewesen, hier ein TC zu machen. Ist zwar ein bisschen offensiv, aber du kannst viel effektiver abbauen. Und, aber gut, er kann auch hier ein Lumbercamp bauen und dann sind die ein bisschen geschützt wenigstens. Ja, ist eigentlich auch gut. Ja, jetzt wo ich so überlege. Auch hier kommt das zweite TC bei Mara. Auch schöner Spot, finde ich. Vielleicht noch einen Teil hier rüber, dann kann man das ja noch ein bisschen effektiver abholzen. Aber andererseits hier hinten ist sie dann sehr safe. Das ist alles gut. So, wir sind jetzt... Oh, es kommen die Mangodai. Okay, da wird Marco sich jetzt freuen. Im Chat bin ich mir ziemlich sicher. Marco ist ja, soweit ich weiß, ein ziemlicher Fan von Mangodais. Aber ich glaube, er wird mir beipflichten, wenn ich sage, Mangodais in der Ritterzeit sind noch ein bisschen nix. Ja, sieht man hier an den Stats. Sind nicht so ganz so geil, aber die werden später richtig, richtig geil. Wenn man denn alle Schmiede-Upgrades hat. Und Ballistik und so weiter. So, ach, ein weiterer Vorteil übrigens auch von dieser Map ist, dass man ja als Verteidiger immer Downhill schießt, ne? Also du hast immer einen Vorteil sozusagen mit Schützen und auch mit allem möglichen, wo man was draufschlägt oder so, dass du einen kleinen Bonus hast, weil du Downhill kämpfst, also nach unten schlägst. Das ist ein bisschen stärker als nach oben schlagen. So, jetzt kommt Mara schon mit dem Angriff. Gefällt mir gut, weil Florentin hat nichts, der hat nicht weiter gebaut. Wo sind seine Einheiten? Und Mara hat richtig viel schon. Mara ballert richtig. So, 55 Pop gegen 62 Pop bei Mara. Oh, jetzt hat er hier einen Mönch gebaut. Interessant, also... Interessante Wahl. Florentin sieht sich also offensichtlich in der Defensive erstmal und hat wahrscheinlich Ritter vermutet. Deswegen vielleicht einen Mönch gebaut. Oder er denkt schon in die Reliquien. Glaube ich eher nicht. So, die Plänkler ohne Upgrades. Und wenn jetzt ein bisschen hier gemalcoat wird von Mara, jetzt mit denen auch noch rein. Ja, ein bisschen mehr gruppieren wäre schön. Und die Frage ist, ballert sie weiter? Da kommt nichts raus, hier sind zwei Ritter, jetzt kann sie hier einfach noch ein Haus bauen. Das macht sie schön, hier übrigens die Häuserfront. Das macht Florentin auch ein bisschen. Mara ein bisschen effektiver. Ja, das geht zur Sache hier. So, hier schön gruppieren mal. So, jetzt haben sie auch hier, wenn die Upgrades reinkicken, dann sind die auch... So, jetzt hat auch Florentin, nee, immer noch keine Upgrades gebaut für seine Plänkler.
Er bräuchte hier dringend das Defensiv-Upgrade für seine Plankler. Dann hätte er auch eine Chance. So hat er keine Chance gegen diese Armbrustschützen mit dem Offensiv-Upgrade. Ja, Leute, es sieht ganz ehrlich, sieht echt gut aus für Mara. Florentin kriegt irgendwie seine Wirtschaft hier nicht richtig zum Laufen. 61 Pop bei Mara, bei Florentin sind es 52. Und er versucht immer noch mit diesen zwei Rittern irgendwas zu machen, aber das reicht nicht, da kommt nicht genug raus. Oh, schön, Mara, das ist ein schöner Move hier. Richtig nervig, einfach mit diesem einen Mangodai unter den Turm stellen und der wird jetzt die ganze Zeit auf die Dorfbewohner schießen. Nervig ohne Ende. Solche Moves muss man machen. Das macht Mara gerade echt klasse. Geht hier hin. Hat, glaube ich, schon Ballistik, wie es aussieht. Nee, hat sie noch nicht, oder? Hat sie schon eine Uni gebaut? Ich switch mal kurz auf Mara. Nee, hat sie noch nicht. Sah kurz so aus, als hätten die Ballistik, aber es ist nicht so. Okay, das sieht sehr gut aus für Mara gerade. Ja, sie hat auf jeden Fall Momentum. Hier sehr viele Idols. Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell Florentin bald das GG callt. Denn die Pop geht wirklich schnell runter. 60 Pop jetzt bei Mara und 43 absteigend bei Florentin. Er schickt immer wieder einen einzelnen Ritter raus. Er hat 1400 Holz auf der Bank. Das ist einfach, ja. Florentin, ich möchte dich gerne loben. Ich finde, du hast einige Sachen echt gut gemacht in dem Spiel. Aber jetzt musst du natürlich mindestens einfach, weiß ich nicht, einen zweiten Stall bauen. Oder einen Marktplatz, ja? Und dann einfach ein bisschen handeln und das Holz verkaufen, ja? So, aber so ist halt natürlich, jetzt hast du nur noch 41 Pop. Sehr viele Idlewills und Mara wird jetzt konstant nachkommen. Wenn du jetzt nicht grundsätzlich was geändert wird bei Florentins Spiel, ist das Ding GG, sage ich jetzt einfach mal. Aber Florentin ist auch bekannt für gute Comebacks. Hat immer noch kein Upgrade hier auf die Plankler. So, die machen gar nichts. Er könnte natürlich jetzt. So, hier kommt jetzt eine Burg. Das ist, glaube ich, die letzte. Ja, er geht jetzt mit allen Wills, glaube ich, auf diese Burg, möchte sie forcieren, weiß selber, dass es Quatsch ist und wird jetzt das GG bald callen. Sag ich. Obwohl, naja. Naja. Vielleicht war ich da etwas voreilig, obwohl, ja, sieht das Mara? Das ist die Frust, ist die andere Frage. Mal kurz gucken. Ja, das sieht sie. Jetzt hat sie selber hier eine Burg, eine Waffenschmiede. Okay, Waffenschmiede. Ja, also ganz interessantes Spiel. Also ich hoffe, ihr denkt, ich laber keinen Quatsch, aber eigentlich war das ein bisschen GG, jetzt aber irgendwie doch nicht mehr. Also entweder hat Tamara ein bisschen unvorteilhaft gemicrot oder Florentin eben sehr gut, aber auf jeden Fall hat es Florentin gedreht, auch mal, wie auch immer er es geschafft hat. Er hat sich wieder gefangen hier, er konnte das hier verscheuchen, er kriegt die Burg jetzt doch hoch und dann kann das ganze Ding wieder gedreht werden. Ich glaube, Mara hat da echt ihre Chance verpasst. Ich glaube, das hätte sie, da hätte sie den Sack zumachen können mit genug Einheiten vorne. Aber da kam irgendwie nichts nach. Und so kann sich jetzt Florentin regenerieren. Und jetzt haben wir ein längeres Spiel. Finde ich irgendwie ganz geil. So. Da sind einige low von denen, oder? Ne, sind alle voll. Da muss er einfach. Ja, Florentin opfert, muss ich auch sagen, ein bisschen zu viel Ritter nach meinem Geschmack. Die könnte er jetzt einfach auch defensiv lassen, einfach wegbleiben. Aber die räumen das immerhin auf. Na gut. Wenn er sie einfach weglässt, dann hat er sie mit höherer HP und kann nachher mit denen noch angreifen. Aber gut. So, zweiter Stall würde ich gerne sehen. So, die Frage ist, was möchte er jetzt bauen? Er möchte, glaube ich, nicht, dass er Samurai baut. Würde mich jetzt stark wundern. Eieiei. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht können wir auch nochmal ein Voting machen, jetzt gerade, während es so läuft. Wenn Paul gerade eins parat hat. Vielleicht noch, einfach nochmal so ein mittendrin Voting. Was glaubt ihr, wer jetzt gewinnt? Mit den Infos von jetzt. Würde ich mal gern wissen. So, was baut ein Mara hier? Ich würde mal sagen, eine Ramme, oder? Wahrscheinlich, damit sie das irgendwie. Nee, eine Mange, okay. Eine Mange. Gegen die Plänkler wahrscheinlich, ist ihr Gedanke. Also, was mich ein bisschen. Was ich ein bisschen schade finde. Ja, jetzt sehen wir das Voting eingeblendet. Könnt ihr jetzt auch mit abstimmen? Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Florentin einfach nicht mehr Produktionsgebäude baut. Also er könnte locker einen zweiten Stall bauen, locker eine zweite Schießanlage.
Und vor allem mal einen Marktplatz. Ja, jetzt hat aber irgendwie das Holz weggegeben. Na gut. So, 65% ungefähr pendelt sich's ein bei Mara. Also ihr glaubt noch an Mara, ich ehrlich gesagt auch. Aber Leute, unterschätzt mir den Florentin nicht. Er baut tatsächlich Samurai. Wieso baut er denn jetzt Samurai ohne Schmiede-Upgrades für Infanterie? Was macht er denn? Die sterben doch sofort. Mara, bitte, achte drauf. Die Schützen bitte abschießen, ja. Ja. Das ist Quatsch. Sei mir nicht böse, Florentin. Ah, das ist halt Quatsch, die Samurai bringen da nichts. So. Chat sagt gerade unten rechts in der Ecke hat Florentin auch was. Haben wir schon längst abgegrast. Der hat halt einfach sein zweites CC da und wirtschaftet da ein bisschen gut. Das ist schön. Das hat aber natürlich Mara auch. Also da sehe ich jetzt keinen großen Vorteil von für Florentin, dass er da irgendwie groß was draus zieht. Meine Idee wäre jetzt. Also wenn ich jetzt Florentin wäre, würde ich vielleicht tatsächlich einfach überlegen, mal ein bisschen mehr auszuziehen, noch mehr umzuziehen. Er hat hier unten auch noch was, ein Holzfällerlager, vielleicht nochmal ein Gold erspähen. Das hier zum Beispiel und hier einfach, gut, da ist er jetzt unter Beschuss. Einfach nochmal irgendwo Wirtschaft aufbauen, woanders als in dieser Base, sodass man da nochmal safe wirtschaften kann. Er geht jetzt hier auf das Gold, das finde ich gut. Weil Mara kann sich's erlauben, hier in ihrer Base gerade noch zu bleiben, weil sie wird nicht angegriffen so. Sie kann sogar noch ein bisschen expandieren ohne Stress, aber ich glaube, Florentin muss quasi expandieren, damit er wenigstens irgendwo im Hintergrund einen Teil seiner Wirtschaft hat, die ungestört boomen kann. So, jetzt wird wahrscheinlich der Mango da hier bekehrt. Plänkler haben jetzt mittlerweile auch mal ein Upgrade bekommen. Das ist gut. Halten jetzt deutlich mehr aus mit dem Defensiv-Upgrade. So, hat Mara schon ein Uni gebaut? Nein, immer noch nicht. Das würde ich jetzt gerne sehen von Mara, damit sie mal Ballistik erforschen kann. Ja, also Mara dominiert das Spiel hier auf jeden Fall. Jetzt kommt sie mit Wills auch vor, wird wahrscheinlich das Gold hier abbauen. Aber erstmal chillen sie im Wasser, die haben warme Füße, Leute. Hier kommt jetzt noch eine Burg hin. Das ist eine schöne Burg hier, die das Gold und hier diese Woodline sichert. Finde ich ganz gut. Eine schöne offensive Burg. Der kann sich später auch Triebocke bauen. Und ich denke mal. Also, wo ist der Mönch hier? Was hat sie bekehrt? Er hat einen einsamen Amoschützen. Hier sind die Leute einquartiert, warum auch immer. Die sind hier lieber einfach drin. Es ist wahrscheinlich irgendwie. Weiß auch nicht, da ist kalt oder so. Das, weiß nicht, was Mara sich dabei denkt. Hier brennt auch irgendwo was. Ich weiß nicht, warum die alle da drin chillen, aber okay. Ja, du musst nicht alles verstehen. Ja, wir sind immer noch einfach drin. Die wollen nicht mehr arbeiten. Hier ist ein Streik im Gange wahrscheinlich. Ist hier gerade auch so das Treffen von der Gewerkschaft. Geschlossene Gesellschaft. So, Mara baut und baut und baut. Schützen, sehr schön. Aber sie könnte jetzt auch mal langsam dran denken, den Sack zuzumachen. Das heißt, Imperialzeit gehen, Triebwerke bauen, Aberlästen aus den Schützen machen und GG. So, wir gucken mal auf Florentin. Er hat sehr viel Holz, aber so langsam regeneriert sich langsam, aber stetig seine Wirtschaft. Er könnte zum Beispiel hier. Oh, guck dir das mal an. Das ist ein freches Holzfällerlager von der Mara. Hier ist übrigens das Gewerkschaftstreffen vorbei. Der ist immer noch ganz. Dem ist immer noch ganz schwindelig von dem, was da drin besprochen worden ist. Der chillt erstmal ein bisschen. So, hier ist es aber sehr. Ist ein freches. Ein freches Quatsch-Holzfällerlager hier. Aber gut. Auch interessant, Mara hat hier vorne Schießanlagen gebaut und produziert daraus nicht. Produziert momentan gar nicht. Wahrscheinlich denkt sie jetzt auch, sie sollte in die Imperialzeit gehen. Ja, jetzt ist irgendwie so eine komische Ruhe im Spiel. Wir haben jetzt den Punktlead bei Florentin mittlerweile. Also das ist ein ganz seltsames Spiel. Das ist ein ganz, ganz seltsames Spiel hier. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass beide nicht so richtig wissen, was sie machen sollen. Aber Mara ein bisschen mehr. Also weiß ein bisschen mehr, was sie machen soll. Sie hat einen klaren Gameplan, immerhin zumindest. Sie macht Schützen und hat Mangen für die Plänkler. Aber Florentin ist so ein bisschen, ich glaube, der ist. Er weiß, glaube ich, nicht so ganz, was er machen soll. Und deswegen geht er, glaube ich, jetzt mit Fokus dahin, dass er in die Imperialzeit kommt. Und das ist gar nicht so doof, was er macht, weil wenn Mara hier nicht den Sack zumacht und weiter angreift, kann er das ja machen. Kommt hier noch so ein einsamer Mango da raus? Ich glaub's ja nicht.
Freunde, wir haben hier irgendwie ein ganz geiles Spiel, ehrlich gesagt, weil die beiden das irgendwie zulassen, was hier passiert. Also, oder Mara es zulässt. Florentin kann jetzt, holt sich eine Reliquie, guck dir mal hier den Florentin an, das ist aber ein richtig geiler. Tak, 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 Tür auf und rein damit. Schön. Großes Lob hier an den Florentin. Jetzt kann er gleich hochklicken und klickt hoch. Imperialzeit kommt jetzt. So, die Mange macht hier ordentlich Damage, badaboom. Schönes Micro hier von Florentin. Jetzt noch ein Schuss auf Attack Ground hier hin. Ah, mit Attack Ground jetzt hier hin. Einfach, oder da, jetzt. Jetzt, nein. Mit Attack Ground hätte man diese Plankler schon längst killen können, aber Mara. Nee, oh, das macht mich wahnsinnig. Ah, oh, das macht, glaube ich, auch Marco gerade wahnsinnig. Oder alle anderen, die halt auch wissen, wie man Attack Ground macht. Einfach Attack Ground antizipierend dahin schießen und dann sind die tot. Aber gut. Also, wir sind gerade live, ihr seid live dabei, wie Mara dieses Spiel schmeißt. Ist ein absoluter Throw gerade hier. Sie hat überhaupt keine Wirtschaft, um in Imperialzeit zu klicken. Stattdessen Florentin schon oben, hier überall Idle Wills. Hier wird noch eine seltsame Mauer drum gebaut, da hinten. Aber ist vielleicht nicht schlecht, um sich gegen Raids zu schützen. Sie geht jetzt hier rein, das wird sie alles verlieren. Und wenn jetzt... Florentin hat 78 Wills und beide haben 78. So. Wenn Florentin jetzt einen Gameplan hat und weiß, was er machen soll in Imperialzeit, dann gewinnt er das. So, die Samurais sind immer noch Quatsch. Haben immer noch keine Upgrades. Aber, naja. So, die Mangel wird auch sterben. Und Florentin hat tatsächlich das ganze Ding aufgeräumt. Unfassbar, Leute. Oh, können wir noch ein Voting machen? Weil ich glaube, jetzt hat sich das Ding gewendet. Jetzt will ich mal sehen, was jetzt die Leute sagen. Weil ich, ey, also ich würde jetzt sagen, Florentin kann das Ding gewinnen. Wenn er jetzt einen Gameplan hat, wenn er endlich mal ein zweites, drittes Stall baut und wirklich auf die Ritter geht. Er hat doch jetzt schon die Upgrades. Er braucht noch ein Defensiv-Upgrade, ja? Und später dann noch mehr in Imp. Und dann kann er eigentlich Ritter ballern, Chevaliere draus machen. Gepaart mit den Plänklern. Hat er eine gute Kombo. Oder er könnte sogar, ne, Kamele haben die nicht, die Japaner. So, jetzt muss ein Tribok raus. Jawohl, guck, der Florentin, das ist einer, das ist ein Verrückter. Das ist ein geiles Spiel, Leute, auch wenn es hier und da schlampig gespielt ist und so. Das ist ein geiles Spiel, keiner gibt auf, vor allem Florentin, großes Lob. Der war eigentlich schon fast GG, hat nicht aufgegeben, ja, hat schlaue Entscheidungen getroffen hier und da. Hat die Plänkler, haut langsam auch mal die Upgrades drauf, jawohl. Und Mara? Mara? Fragezeichen. Oh, jetzt habe ich gerade verpasst. Was stand da ungefähr für ein... Guck mal, hier, Florentin! 68% zu 31 nur noch. So wendet sich das Blatt. Das ist Age of Empires, meine Freunde. Hier wird nur noch gechillt. Ah, jetzt zahlt sich die Mauer aus. Aber da war doch ein Teil frei hier. Da war doch ein Teil frei, oder nicht? Ja, hab ich das nicht... Da kann man nein. Ich glaube, da ist offen. Das hat, glaube ich, Florentin überhaupt gar nicht gesehen. Aber er macht. Er hat seinen Gameplan. Ist Ritter und Plänkler. Kann man machen. Ist eine gute Kombi. Können wir mal Maras Gesicht sehen? Ich glaube, die hat Angst. Die hat Angst vor, dieser Imp-Zeit von Florentin. Okay, sieht nicht nach Angst aus. Sieht nach, ich weiß nicht, was hier gerade passiert aus. Aber, oh, das ist der gute alte, mein Tribok ist draußen, Seufzer. So. Die Burg wird fallen, da kann eigentlich Mara gar nichts dagegen machen. Slowly but surely wird diese Burg fallen. Wir haben 85 Pop bei Mara und 104 Pop bei Florentin. Der boomt sich jetzt richtig ein raus. Wir haben hier diese einsame Holzfällerin immer noch. Und der Florentin, jetzt ist es sogar so, nicht nur eine Möglichkeit, dass Florentin gewinnt, sondern jetzt muss Florentin das gewinnen tatsächlich. Und das alles aus einer Show, es ist unfassbar, Leute. Je länger ich dieses Spiel spiele, desto mehr kann ich die Leute verstehen, die gerade am Anfang auch bei mir sehr kritisch waren mit der Art, wie ich spiele. Ich kann euch verstehen. Ich weiß es. Vor allem, wenn man zuguckt, ist es viel einfacher, als wenn man selber spielt. Muss man auch immer dazu sagen. Da ist man immer ein bisschen schlauer. Aber ganz ehrlich, hier müssen mehr Produktionsgebäude. Das ist ein Fakt. Das habe ich am Anfang auch oft falsch gemacht. Er baut jetzt erst Ställe. Er muss doch hier nochmal eine Schießanlage schon längst gebaut haben mit dem ganzen Holz. Dann kann er doch viel einfacher und viel schneller diese Plänkler da bauen. Na gut. Aber er hat es auch so geschafft. Aber, ja, daran sollte er vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Hier, das hat sie jetzt auch erkannt, das Loch, das wird jetzt zugemacht. Schade, dass das Florentin nicht erkannt hat. Er hat ein bisschen gepennt, aber die sind eh alle ein bisschen low. Aber zum Raiden hat's hier, naja, wohl, die wären gestorben. Die sind alle so low.
Jetzt kommt das Chevalier-Upgrade. Ja, jetzt muss eigentlich auch lustig, dass keine von den beiden so richtig sich raustraut mit ihren. Also außer Mara, sorry, habe ich jetzt fast gerade ihr Unrecht getan. Das macht sie hier richtig, das macht Florentin einfach nicht. Der muss schon längst raus und hier mal einen schönen Vorlage aufbauen mit ein paar Stellen und so weiter. Dann ist das Ding sofort gegeben, wenn er jetzt hier zwei, drei Ställe oder meinetwegen die jetzt hier zum Laufen bringt und 10 Chevaliere baut. Dann kommen die hier hin, machen das Tor kaputt, tschüss und gute Nacht. Aber die beiden, jetzt schießt er hier, guck mal, auf das, auf den, pass auf! Das ist ja auch süß. Schießt er da mit seinen Triebwolken raus, der alte Lamer da. Guck mal, oh, jetzt knuspert er hier ein bisschen. Aber die sind, ja, die sind schon ganz schön tanky, ey, mit ihren, mit den ganzen Upgrades. So, aber die beiden werden es überleben. Okay. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin unterhalten. Ich finde das interessant, das Spiel. Es geht hin und her. Jetzt hier mal weg. Da und hier unten hin oder woanders auf der Map. Was haben die eigentlich aufgedeckt? Was hat denn der Florentin aufgedeckt? Hat er noch andere Goldspots entdeckt? Gibt es überhaupt noch andere Goldspots? Nee, es gibt gar keine anderen. Ah, my bad. Es gibt nur dieses Extra und das, was man im Lager hat. Okay, interessant. Das heißt, Reliquien werden auf jeden Fall wichtig sein. So, ich will dir nichts verpassen, sorry. Also, oh, das ist natürlich heftig hier. Schöner Schuss hier von Florentin mit den Triebwerken gegen die Mangen. Kriegt er da noch einen unter? Ein Tribok mit Ballistik, das wäre doch, wär's doch mal. Das wäre doch eine geile Einheit. Tini muss mal los mit der Armee, sagt Folder of Doom. Da bin ich ganz bei dir. Aber ich kenne Tini, ihr kennt ihn auch. Er sammelt gerne richtig viel, bevor er dann wirklich losgeht. Ist auch nicht unbedingt falsch. Aber er verpasst, glaube ich, da durch dieses Denken öfter mal die Möglichkeit, einfache Kämpfe tatsächlich für sich zu entscheiden. Aber ich kann auch verstehen, diese Logik, dass hier oben rechts, guck mal hier, Marco, macht da wieder einen kleinen Troll. Geht schön PUBG zocken, ne? Kann er sich nicht mehr antun. So, das könnte es jetzt gewesen sein. Das ist die einzige Armee, die Mara hat, soweit ich das überblicken kann. Sie ist... Imperialzeit hat sie jetzt hochgeklickt, aber wir bleiben mal aus ihrer Sicht. Mal gucken, was da passiert. So, und jetzt kann Florentin reingehen, raiden und dann das Ding GG machen. Der Marco wieder mit seinem PUBG-Troll da. Das mag er. Ich hätte vielleicht ein witzigeres Spiel ausgesucht, um den Troll zu machen. Vielleicht irgendwie sowas wie Monkey Island oder sowas. Okay, so, Florentin hat's jetzt. Das ist GG, auf jeden Fall. Jetzt ist es sicher, also alle, die für Florentin gewählt haben im dritten Voting, die können sich jetzt selber auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin geil. Alle, die in den ersten beiden Votings Mara gewählt haben, können sagen, ja, scheiße, ich habe keine Ahnung. Ah, guck mal, da wird jetzt geknuspert, aber richtig doll. Oder sieht er das überhaupt? Da geht er dran vorbei. Ja, doch, sieht er. Ja, alle tot. Bin mal gespannt. Ich hoffe, dass Mara ein Rematch haben will. Das hat sie leider geworfen, aber wirklich echt einen schönen Start gehabt. Die mutigere Idee, finde ich, von Mara. Echt schön gespielt eigentlich, aber dann halt irgendwie den Fokus verloren und den Sack nicht zugemacht. Und glaubt mir, Leute, ich kann echt ein Lied davon singen, wenn es darum geht, den Sack nicht zuzumachen bei diesem Spiel. Das passiert mir auch leider da sehr oft. Jetzt kommt der Marco mit seinem weiteren Troll. Jetzt spielt er einen Euro Truck Simulator. Das gefällt mir. Das ist kein Troll, das ist ein ernstnehmendes Spiel, meine Freunde, ja? Und Marco, ganz ehrlich, don't drink and drive. Und wir wissen alle, dass du schon wieder besoffen bist. Marco und Urlaub, glaub, ganz ehrlich, das ist nur noch Binge Drinking. Der ist einfach, der ist komplett, der säuft den ganzen Tag. Manche Leute haben den Bierhelm, der Marco hat die Bierweste. So, das Ding ist GG auf jeden Fall, aber ja. Hier wird noch gebaut. Logold zeigt sich auch nochmal. Das gibt eine Abmahnung, sagt Digger MC. Das Ding ist, ich verteile hier die Abmahnung. Bierweste. Ich will die Bierweste sehen. Falls jemand das photoshoppen will, sehr gerne. Da ist das GG von Mara. Kein Bock. Ich kann es einfach nicht zu Ende bringen, ne? GG. Genau, Mara muss noch auf Aufgeben klicken, auch wenn es immer ein demütigender Akt ist. Ja, wollt ihr mal durchatmen? Wir gehen kurz in die Werbung und besprechen danach. Ja, bis gleich. Alles klar, wir gehen mal kurz in die Werbung und danach besprechen wir ganz kurz das Spiel und dann gucken wir mal, worauf die beiden Lust haben. Bis gleich.
Zurück bei Rage of Empires. Ihr habt gerade den Tabor-Teaser gesehen für kommende Woche Freitag, das Pen & Paper, wo unter anderem Mara mitspielen wird. Und ich habe gerade den nächsten Charakter gesehen, den Miri spielen wird. Also bis jetzt Mara, Miri, Gunnar sind bekannt gegeben. Eine Person steht noch aus, die erfahrt ihr am Dienstag. Ja, wir haben gerade ein interessantes Spiel gesehen. Das ist, je länger das Spiel dauert, desto mehr verliere ich das, habe ich immer das Gefühl. Ja. Das kann Donny wahrscheinlich auch ein Lied von singen, aber irgendwie, wenn man merkt, man kann das nicht so richtig, nicht den Sack zumachen irgendwie und dann, dann hat man schon diese ganzen Ressourcen verballert in die Einheiten und ja. Genau, also ich habe es ja wahrscheinlich, beim Kommentieren jetzt schon quasi für die Zuschauer zusammengefasst. Vielleicht, ja, du hast auch selber gut eingeordnet, so ist es. Also du hast einfach den Sack nicht zugemacht, hattest den absoluten Vorteil. Vielleicht werden wir auf die Map schauen währenddessen. Du hattest den absoluten Vorteil am Anfang, du hattest halt diese Schützen extrem gut Druck gemacht. Und ich muss aber dann einfach auch Florentin loben. Ich glaube, vor ein paar Wochen hättest du da aufgegeben. Und du hast aber nicht aufgegeben. Und das war stark. Naja, ich wusste ja, dass ich mein TC noch hatte. Ich hatte mein TC recht früh, hatte ich sofort mit Castle Age, habe ich sofort das TC gebaut. Weil bei diesen Quatschmaps, man muss ja immer so ein bisschen gucken, was macht diese Map aus. Und es ist ja klar, auf seinem Hügel ist man sicher, aber halt nicht ewig. Das heißt, langfristig gewinnt der, der es schafft zu expandieren und irgendwie hier und da noch ein TC hochzuziehen. Deswegen dachte ich mir, möglichst schnell Ritterzeit, möglichst schnell das TC hochziehen. Und dann kam mir Angriff sehr intensiv. Ich dachte aber, solange ich das TC noch habe, das sie wahrscheinlich nicht hat, habe ich noch eine Chance. Und wenn ich mit Biegen und Brechen und unter Verlust von 20 Dorfbewohnern meine Base verteidige, kann ich es immer noch schaffen. Und deswegen bin ich da dran geblieben. Hätte ich die das TC nicht gehabt, hätte ich aufgegeben. Aber so wusste ich, ich habe immer noch den Weg hinten raus, wenn ich nur lange genug irgendwie es schaffe. Dann hatte ich den Turm, der irgendwie die Woodline dann geschützt hat, wo ich immer ein bisschen Turm hatte. Ja, das Dumme ist, wenn ich dann auch schon denke, dass es also gut läuft, dann vergesse ich die Villager. Und jetzt, dann bin ich jetzt schon wieder nur bei 73. Du hast halt diesen Klassiker gemacht. Du hast halt bis Pop 60 eigentlich sehr, sehr viel richtig gemacht, Mara. Also du hast halt konstant Druck gemacht, du hast deine Forward-Produktionsgebäude gebaut und so, also alles genau da. Aber dann irgendwie war irgendwie bei dir das Ding, dass du halt nicht mehr, und ich kenne das, ich habe das ja auch immer lang gemacht und mach's immer noch häufig, einfach nicht mehr wild produziert. Und ich glaube, man muss auch so ein bisschen das Gefühl haben, das muss ich auch noch ein bisschen üben, diesen Moment, wenn man aufhört, Militär zu bauen, sondern und dann ein bisschen mehr boomt quasi, weißt du? Mhm. Und du hast halt konstant Schützen gebaut, was einerseits gut ist, weil Florentin immer wieder diesen einen Ritter verloren hat. Ne? Du hast ja konstant immer Florentin immer so wieder einen Ritter gebaut. Den hast du quasi immer nur geopfert als verteidigender Ritter. So habe ich es so eingeschätzt. So. Ja. Aber dann hat sich's auf lange Zeit hingezahlt. Florentin, eine Sache, die ich oft kommentiert habe, eine Frage an dich. Also ist es bewusst, das mache ich jetzt nicht mal aus Ironie oder hämisch oder sowas, aber warum immer nur aus einem Produktionsgebäude so lange? Du hast so lange nur eine Schießanlage und einen Stall und hast irgendwie 1400 Holz. Ja, das stimmt schon. Das ist halt einfach so dieses, man ist in der Verteidigung und denkt gerade, ich muss ganz viele Ritter bauen und macht gedanklich einfach nicht den Weg um, ja, wie kann ich denn viele Ritter bauen und baue noch einen Stall. Ich hatte aber auch massive Nahrungsschwierigkeiten zu der Zeit. Das heißt, ich glaube, ich hätte es mir gar nicht leisten können, aus mehr Stellen zu produzieren. Aber an sich ist natürlich klar, es ist einfach nur so ein, man denkt von A nach B, man denkt von A nach C, nicht über B. Und denkt dann irgendwie, es wäre alles viel einfacher, wenn man sich kurz einen Moment Zeit nehmen könnte, aber man drückt einfach nur so oft man kann auf diesen Knopf und man denkt, je häufiger man drückt, desto besser wird's. Ja. Aber es stimmt auf jeden Fall, hätte ich mehr machen müssen. Okay, bevor wir jetzt weiter zocken und aufhören zu labern, zwei kleine Sachen wollte ich noch sagen, weil ich die lustig fand. Also einerseits, wie befriedigend, ich will Florentins Gesicht jetzt sehen, wie befriedigend war es, mit diesem fucking Triborg diese Mangen abzuschießen? Oh, herrlich. Oh, wunderschön. Ich hatte überlegt, ob ich nicht auch den König noch versuchen soll abzuschießen. Richtig ekelhaft. Hinter seinen Mauern sitzt er da und dann schießt er den Triborg, ey. Zack. Vielleicht hätte ich den Mönch auch noch bekommen. Das ist auch noch so eine Sache, als ich gesehen habe, dass du Imp bist, habe ich schon gedacht, ja. Gut. Das habe ich mir auch gedacht. Wenn die Burg steht, dachte ich mir, ich meine, das ist ja der Vorteil von dieser Map, dass du mit der Burg nicht die Welle beschießen kannst. Mhm. Deswegen gibt es ja noch mal diesen Burggraben außenrum. Ja. Das heißt, da dachte ich mir, so schlimm ist die Burg nicht und ich kann eigentlich noch relativ locker mit Imp gehen und dann mich freikämpfen. Ja. Das hat auch geklappt. Die andere Sache, Mara, ganz, ganz wichtig, das war so, glaube ich, du hast heute vieles richtig gemacht, ein paar Sachen schlecht, aber eine Sache hast du wirklich leider richtig schlecht gemacht. Das war, wenn man hier auf die Karte nochmal guckt, da wo Florentin die Steinmauer gebaut hat, da hast du so eine Mangel gehabt gegen Plänkler, die ja eigentlich auf jeden, und da musst du Attack Ground machen, weißt du, wie das geht? Also quasi auf den Boden schießen, antizipieren quasi, Florentin ist ja immer hin und her gelaufen mit seinen Plänklern hier.
Du hast ja eine Mange gehabt und hast immer einfach nur ganz normal mit rechter Maustaste schießen. Das heißt, Florentin ist einfach immer nur zur Seite gegangen, hat alle deine Schützen dadurch kaputt gemacht und hättest du halt einmal sozusagen mit Attack Round, mit Micro, man kann dann quasi vorher so hinschießen. Das stimmt. Weißt du, ja, hättest du mit zwei Schüssen den seine ganze Plänkle-Armee auseinandergenommen. Also, es klingt jetzt wie so eine Kleinigkeit, aber ihr merkt schon, das ist halt extrem wichtig, wenn du wirklich mit einem oder zwei Schüssen eine ganze Plänkle-Armee auseinandernehmen kannst, dann kannst du hier rein mit deinen Schützen und dich unter den Turm stellen und stressen so. Das war also eine Kleinigkeit, die aber wirklich recht, recht wichtig war, glaube ich. Ja. Ja, je nachdem, wo man auch gerade guckt. Ja, klar, auf jeden Fall. Ich sehe ja, ist ja mega einfach, weil ich sehe ja, kann ja hingehen, wo ich will. So, was machen wir jetzt? Wir haben gerade, liebe Zuschauer, wir haben gerade schon ein bisschen intern diskutiert und uns gefragt, was machen wir jetzt genau? Im Rematch wäre natürlich logisch, aber ich glaube, Rematch ist natürlich auch nicht immer so geil, wenn man jetzt nicht die hundertprozentige Motivation hat zu spielen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Mara vielleicht jetzt auch so ein bisschen niedergeschlagen ist nach dem Spiel und nicht unbedingt so in den Startlöchern steht und sagt, ich will jetzt unbedingt noch mal diese Map spielen. Deswegen haben wir jetzt einfach gesagt, spontan, ich wag mich mal an diese Map ran, gegen einen aus der Community. Und die beiden kommentieren das mal. Das heißt, das ist immer das Schöne, wenn man schön die Fresse aufmacht als Kommentator, dann muss man sich jetzt auch noch mal selber hinstellen und den gleichen Scheiß auch mal kassieren, wenn man Kacke baut. Ja, das heißt, ihr habt die Möglichkeit zu joinen. Machen wir es wieder über ein Passwort. Wer das Passwort errät, kann als die Leute flippen aus wegen dem Knopf, der Chat, also weil der Knopf hier offen ist, oder was? Leute, das Geilste vorhin auch die Frage von jemand in Großbuchstaben, was bedeutet GG? Was ist passiert? Ey, guck mal, der Marco. Komm, ich mach gegen Marco. Mach gegen Marco, ey, wenn er jetzt schon wirklich online ist. Komm mal, Marco. Dann spiele ich gegen dich jetzt, die Map. Da bin ich gespannt. Vielleicht ist es heute schon möglich. Donny besiegt Marco. Ja, Marco ist doch besoffen, der ist im Urlaub. Ihr kennt doch den. Wo ist der denn im Urlaub eigentlich? Ja, wahrscheinlich Mallorca. In einer Wohnung. Okay, kannst du mal eine Lobby aufmachen, tatsächlich wieder, Mara? Dann komme ich rein. Das wäre echt witzig. Komm, Marco, ist er dabei? Ist er im Chat? Ich weiß nicht. Aber er macht ja die ganze Zeit hier seine kleinen Trolls, dann kann er auch zocken. Was bedeutet GG? Schau mal vor, das ist so jemand, der guckt uns seit der ersten Folge. Und hat sich einfach nicht die tausend Fragen. Und jetzt explodiert der. Was bedeutet das? Immer wenn jemand GG schreibt, ist das Spiel zu Ende. Was bedeutet das? Was mega passiert der Hack da? Was ist denn das Passwort? Ach, das ist jetzt wie vorhin. Okay. Wie vorhin? Das finden eh Leute raus, aber gut. Auf jetzt. So. Ist Marco da, oder was? Kennen wir bitte meinen Nickname? Ich bin sehr stolz. Otto, wer ist denn Otto? Wer ist Otto jetzt wieder? Das ist doch irgendeiner jetzt wieder. Kick den mal raus hier, der Otto. Ich bin Captain Geist. Passwort wurde geknackt. Liebe Grüße. So, und dann. Ja, wo ist er denn? Hat er dir geschrieben, dass er mitmacht? Naja, eigentlich reicht ja nur, wenn einer von euch, oder ihr könnt beide Zuschauer, ist eigentlich, dann mach mal einen nur. Oder? Nee, mach du auch Zuschauer, Mara. Sonst spielt Mara mit. So, was ist denn mit Marco? Haben wir den irgendwo, hat er im Chat geantwortet? Hast du ihm das Passwort gegeben? Ja. Achso, du bist mit ihm so im Slack oder WhatsApp-Kontakt, oder was? Ah, jetzt Marco hier schön in der Sangria-Badewanne irgendwie im Urlaub, jetzt gegen Donny. Vielleicht will er sich nicht die Blöße geben und jetzt verlieren, weil es irgendwie gerade viel und nachts ist. Verliert nie und Leben gegen mich. Vor allem auf so einer Map, lieber bei mir mit. Ich glaube, wir haben das einmal gemacht, wo zwei Spectator waren, das war richtig kacke. Dann komm lieber hier rüber. Richtig kacke? Was ja, weil wir an verschiedenen Stellen geguckt haben und dann, guck mal da unten. Wir können ja nur einen Bildschirm abgreifen. Ein Bildschirm wird nur. Nee, aber machen wir lieber zwei Spectator, dass wir zumindest beide im Spiel sind. Kann einer mal gucken, was gerade los ist? Dann spiele ich einfach gegen Lurgold, wenn jetzt der Marco nicht kommt. Kommt der jetzt auch mal für dich? Ja, der kommt jetzt da rein, oder? Achso, er kommt rein, okay. Lurgold raus. Wie knacken Leute immer das Passwort? Was ist denn da los? Ja, weil wir Scheißpasswörter machen. Ja, aber das ist ja ein Wort aus 10.000 deutschen Wörtern. Wie geht das denn? Ja, ist es jetzt nicht wirklich schwer? Ich finde das faszinierend einfach. Wie man einfach auf ein bestimmtes Wort kommen kann. Weil wenn man denn wissen, dass das Passwort Schaufel ist? Das ist einfach irgendein Wort. Steven. Ja, wo ist er denn, Marco? Ja, der macht, weißt du was, Marco macht jetzt seine fucking Hotkeys, da wo er uns immer auslacht und so. Jetzt sitzt er auch zu Hause. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, der ist jetzt in irgendeinem Internetcafé in Norwegen oder so und macht jetzt hier seine Hotkeys. Das ist echt der Marco. Ich habe ihn gesehen, der kommt jetzt rein, da stand gerade. Schön Hilfort, oder was? Ja, wir spielen ja. Klar, müssen wir jetzt Teamwork zocken. Aber was hast du denn vor, Donny? Ich gebe einfach mein Bestes. Ich versuche einfach, ein gutes Spiel zu spielen. Ich bin jetzt nicht eingespielt und so, aber ich glaube. Du streamst jeden Tag, Donny. Was hast du denn gelernt aus unserem Spiel? Was ist wichtig bei der Map? Ich habe gar nicht so viel gelernt, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich fand die Entscheidung zum Beispiel von.
Ah, guck mal, da ist er ja. Die Entscheidung von Mara, früh Stress zu machen, fand ich ganz gut. So, Marco macht eh den Stream natürlich an, ist ja klar. Also ich habe jetzt, egal wie es ausläuft, eine Ausrede. Marco guckt. Ich meine, die anderen können für mich aus auch Spectator. Okay, let's go, oder? Nee, das macht ihr Spiel langsamer. So, schmeißt die mal raus, ihr macht von einem Bildschirm Spectator. Ich bin jetzt mal weg hier und gemutet und dann spiele ich mal gegen Marco und die können das kommentieren, ne? Viel Spaß. Toll. Toll. So, dann sehen wir jetzt das erste Spiel 2019, Marco gegen Donny. Zählt das denn, das Spiel? Welches Ingame wollen wir jetzt nehmen, Florentin Mara? Wir nehmen das von Florentin. Nehmt eins. Okay. Zählt denn, also wir müssen jetzt hier als stellvertretende Schiedsrichter entscheiden, zählt dieses Spiel? Wenn Donny jetzt wirklich gewinnen sollte, hat er dann Marco besiegt dann oder ist es jetzt hier Marco so gar nicht mehr Fun Game irgendwie mit lustiger aufblasbarer Brille oder so? Kommt er gar nicht mehr aus dem Urlaub zurück. Okay. Das heißt, wir können tatsächlich jetzt das Wunder erleben, das Wunder von Hilford. Wie spricht man dieses Wort aus? Ich weiß das immer nicht. Hilford. Einfach vor? Hilford. Fort oder fort? Ich weiß es immer nicht genau. Ich hatte auch als Kind dieses Playmobil von diesen Bürgerkriegssoldaten in Blauen. Und die hatten auch ein Fort. Und ich wusste immer nicht, wie man es ausspricht. Was ist denn los jetzt? Er muss erstmal ankommen, steht da. Mein Gott, wo denn ankommen? Er hat wahrscheinlich sich wieder vom Taxi versteckt, weil es irgendwo. Marco gegen Donny, ich bin gespannt. Bist du Team Donny oder Team Marco, Mara? Okay. Okay. Er hat sich frischen Kaffee gemacht. Oh. Oh, ich muss jetzt starten, ne? So, ich habe gestartet. Okay, das Spiel ist offiziell gestartet. Ich bin schon sehr gespannt, welche Völker die beiden haben werden. Hier auf Slaven und Malia. Malia. Donny hat letztens gestreamt und hat gesagt, die Slaven sind gut. Deswegen eigentlich können wir von ihm Stuhl runter. Großes erwarten hier. Captain Geil als Donny spielt hier die Slaven. Hat die besten Namen. Hat eine Menge Kühe und Marco, soweit ich weiß, ist hier die Was ist Malians? Malia. Malier, nicht ja. Malayen. Nee. Ach, völlig lächerlich, völlig absurd. Völlig absurd. Jetzt muss man hier die Haare vom Stuhl machen. Sound eigentlich? Kriege ich hier Ärger. Also, wir haben hier Malier. Jetzt haben wir Steinwall. Oh, jetzt haben wir Steinwall. Ja, das ist bei den Profis ist doch egal, die kommen wirklich? Da durch. Aber kommen das verändert mit zwei Bogenschützen kommen die da durch. So, die haben jetzt Steinwall. Tatsächlich ist es auf dieser Map ganz merkwürdig, dass sie manchmal Steinwall, manchmal Palisadenwall haben, aber die beiden geben sich natürlich gar nicht. Ist der Stuhl so hoch oder kann man den runter machen? Den habe ich für Rekord so ein bisschen hoch gemacht. Ui, das macht Spaß, ne? Das ist toll. Also, falls ihr nicht wisst, was ihr nach dieser Folge Rage Vampires tun sollt, fahrt einfach den Stuhl hoch und runter. Das macht auf jeden Fall Spaß. Oh, und Donny, das hat er vielleicht von mir gelernt, Rehe holen. Das habe ich nämlich auch gemacht, weil ich mir dachte, Scouten ist nicht so wichtig auf der Map. Deswegen holt man sich ein paar Rehe. Weiß nicht, ob du das auch gemacht hast. Aber Marco hat das noch nicht gemaut. Bald baut ihr das erste Lumbercamp. Ist natürlich nicht so wahnsinnig spannend hier am Anfang. Malians. So, jetzt bin ich mal gespannt. Gibetto. Infantry. Ach, die haben die Gibettos. Okay. Die haben die Gibettos, gute Infanterie. Kavalier auch nicht ganz schlecht. Haben Bloodlines und Chevaliere. Ist ja wunderbar. Und haben Farimba. Kavallerie plus 5 Attacke und Tigui. Towncenter schießen. Der kennt's nicht. Obwohl Towncenter schießen Pfeile können gar nicht so schlecht sein auf der Map, weil man hat ja dann hier relativ viele ungesicherte Maps. Was man nicht hat, sind Beeren. Man hat keine Beeren, die sind hier. Lohnt sich das hier, eine Mühle hinzubauen? Ja, direkt raus mit einem Mühle hin. Direkt Rush. Mühle Rush. Der Mühlenrush. Und ansonsten haben wir hier gar nicht so viel Gold. Wir haben eigentlich nur. Oh, hier sind 2 Goldspots. Direkt zwischen den beiden Wellen hier. Oh, das ist eine ganze Menge. Das ist ein glänzendes Tal hier. Also die Ressourcen sind hart umkämpft. Und dann hat jeder noch mal 2 weitere Goldspots auf seiner Map-Hälfte sozusagen. Wobei Marco nur einen hier. Marco hat nur einen. So wie ich das sehe. Und hier hinten, das sind noch mal. Die sind natürlich hart umkämpft. Die kannst du hier schön abrollen und dir dann schön mit der Mühle hier lecker die Marmelade. Wie schön das aus mit den großen Bäumen. Ist das so? Ich mag es auch ganz gern. Also momentan noch nichts Spektakuläres hier von den beiden. Hier schöne Kakteen, die werden extra da gepflanzt, um den anstürmenden Feinden den Ansturm zu erschweren. Das hat man im Mittelalter oft gemacht. Ganz viele Kakteen gepflanzt. Ja, deswegen gibt es auch in Europa so viele Kakteen. Einfach damit der Gegner hier nicht so gut hochkommt. Damit er sagt, aua!
Und dann hat er vielleicht keine Lust mehr anzugreifen. Ja. Das ist die Idee dahinter. Hier der malaiischen Strategie, der malaiischen Verteidigung. Wir sehen einen Hau. Der. Ja, das ist malisch oder was? Malisch? Der malianischen. Oh, hier, Kampf. Donny provoziert, er kitzelt. Er kitzelt einmal schön in die Steinwall gesteckt. Und einfach nur, um Marco ein bisschen abzulenken, momentan sind sie Pop 15 zu Pop 15 Abzug gleich aus. Ich bin wirklich gespannt auf dieses Spiel, muss wirklich sagen. Mhm. Ist eine Quatschmap, ist irgendwie Spaß, irgendwie Marco hat irgendwie schon 4 Promille-Intos, aber trotzdem ist das ein gespanntes Spiel, weil wir können hier mal so ein bisschen abklopfen, wie nah die beiden sich sind. Hier eine untätige Dorfwohnerin von. Ich finde es ja so eklig, wenn da ein Speer steht und du weißt, der beobachtet dich. Yeah. Ach, das Pferd. Die gucken über die Mauer und. Die können über die Mauer gucken. Der muss immer so ein bisschen so auf den Pferderücken hochsteigen. Boah, hier wunderbar. Und da knabbert aber jetzt auch hier Marco. Er macht es ihm gleich. Ich bin sehr gespannt. Donny hat gerade gemeint, dass schnelle Aggression gar nicht so schlecht ist auf der Map. Von daher vielleicht, obwohl jetzt haben wir den Steinwall, ne? Bei Palisadenwall, da kannst du dich noch durchknüppeln. Mhm. Steinwall nicht. Also ich glaube, es wird hier eher ein Spiel auf Ausdauer, auf Boom. Aber es ist schon interessant, ne? Weil du weißt, selbst wenn du Ritterzeit bist, wo baust du dein Dorfzentrum hin? Der Gegner wird wahrscheinlich hier scouten. Gucken mal, Captain Geil. Hat er schon die Reliquien? Er hat hier drei sehr sichere Reliquien. Hier die drei, die kann sich Marco hier eigentlich relativ schnell wegsnacken. Wohingegen Donny hier weit entfernt, hier wird er vielleicht auch gar nicht hin scouten. Und die scoutet er vielleicht auch nicht. Also Marco vielleicht mit einem kleinen Vorteil der Map. Hat hier schon mal schöne Reliquien und dafür hat Donny diese beiden Goldspots, die so ein bisschen leichter für ihn zu erobern sind als die von Marco, der hier die beiden hier vorne hat und dann nur den einen hier noch hinten. Aber mal gucken, wir müssen eh schauen, wie Donny hier scoutet. Noch hat er nicht viel gescoutet, einmal rundherum. Müssen wir mal gucken. Ansonsten Marco schon mehr. Hat hier schon das Ganze ein bisschen gescoutet. Das ist natürlich auch locker für Marco eigentlich, ne, zu holen. Das steht. Das kriegt er auch noch hin. Merkwürdige Mauer, oder? Warum? Ich finde, das sieht so instabil aus mit diesen einzelnen Brocken, als ob das halten würde hier, oder? Das sind keine Steine, das sind doch einfach Holzstücke. Holzstücke. Die werden erst ganz fein klein gearbeitet, damit man sie dann zu einem Verteidigungshaufen aufhäufen kann. Jetzt haben die Slawen natürlich die schönere Architektur. Ja, auf jeden Fall. Ist das auch so Osteuropa für dich ein beliebtes Urlaubsziel, Reiseziel? So Tschechien, irgendwie Polen mal? Ja? Ungarn? Budapest. Ach, wirklich? Mhm. Ich bin ja sehr gespannt, wie das eigentlich nächste Woche ist, Marc wieder da, oder? Nächste Woche ist Marc wieder da. Und dann hören wir endlich das Referat über Budapest, eine sehr geschichtsträchtige Stadt. Ja, viel passiert. Was genau, das werdet ihr alles erfahren. Währenddessen bei Donny noch alles relativ Standard ist jetzt auf Pop 24 und baut jetzt noch ein Haus. Also ich glaube, er will hier tatsächlich sehr spät erst in die Feudalzeit gehen, weil sonst würde man das Haus nicht bauen, wenn man nicht auf 26 will. Wohingegen bei Marco vielleicht die Feudalzeit schon ein bisschen früher kommt. Aber auch Marco baut auch. Nee, Marco, doch, Marco baut auch das Holz. Das Haus. Moment. Ist doch kein Haus. Ja, das stimmt. Aber er hat auf jeden Fall irgendwo noch ein Haus gebaut. Ist jetzt auch auf maximal 30 Pop. Das heißt, beide sehr, sehr entspannt spielen auf lange Sicht erstmal hier weiter. Mhm. Jetzt auch hier die Rehe von der Mühle. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Ja, ich glaube, du kannst da wirklich, also wenn das Steinwälle sind, kannst du eigentlich früh nichts machen, oder? Aber hier super praktisch, dass du beide Ressourcen mit einem Mining Camp abholen kannst. Das ist nicht schlecht. Das ist richtig gut. Hat Donny das auch? Naja. Donny hat Stein ziemlich nah. Also hier, na gut, fataler Fehler. Da hätte man das einfach in die Mitte bauen können. Da spart man sich 100 Holz. Also ich sehe hier eigentlich irgendwie das GG. Direkt schon um die Ecke gucken. Ein G ist schon getippt, das andere noch Was nicht so. Was ist GG? Was ist ein GG eigentlich? Hä? Was heißt ein GG eigentlich? Grinse, Grunzen. Grinsen, Grinsen. Sternchen GG. Oh, jetzt auch auf Stein. Feudalzeit jetzt mittlerweile hochgeklickt. Wir gucken mal bei Marco Feudalzeit und bei Donny etwas hinterher. Also ein Hauch ist Marco vorne und Marco geht jetzt schon mit 4 Dorfbewohnern auf Stein. Mhm. Ist das schon Castle Drop? Will er hier schon direkt die Burg bauen? Marco hat ja so ein bisschen den Nachteil, dass er die Map noch gar nicht kennt. Also es ist Marco, er wird wahrscheinlich jede Map schon 5-mal gespielt haben und davon Bilder an der Wand hängen haben. Er kann, vielleicht denkt er, er könnte hier mit einer Forward Castle viel erreichen, aber wir wissen, die Forward Castle, naja, obwohl, vielleicht mit Upgrades. Ich weiß nicht, ob du, wie viel Range-Upgrades hattest du in dem letzten Spiel? Nee, da kommt man, glaube ich, trotzdem nicht dran. Gar nicht, nicht mal? Na gut, in Imperialzeit ist es dann vielleicht schon
nicht so wichtig. Aber auch Donny jetzt mit 1, 2, 3, 5 Dorfbewohnern aus Stein. Marco mit auch 5. Also beide wirklich sehr ähnlich. Ich habe das Gefühl, je besser man spielt, desto eher neigen sich die Spielstile dann einander an. Also Donny hier, Marco wirklich in kaum was hinterher. Der spielt sehr relativ ähnlich. Und jetzt geht er hier voran. Donny schnappt sich hier mal so ein paar 4 Dorfbewohner. Hat aber momentan natürlich nicht die Ressourcen für eine Forward Castle. Aber was wird's denn dann? Forward Stall, Forward Schießanlage? Will er sich das Gold holen? Turm? Will er. Oh, Tauern! Nee. Tauern? Nee. Ja, aber was denn sonst? Weil hier, man kommt hier durch. Will er Tower Hop machen? Moment, man könnte hiermit tatsächlich, wenn man hier genau in der Ecke einen Tower baut und die Dorfwohner einquartiert, kann man auf die andere Seite des Walds springen. Das mit Vieren machen. Aber wo will er hin? Wo will er hin? Wo will Donnys mir hin? Hat die den Scout hier parat? Spannend, aber große Investition, hier 4 Dorfbewohner abzuziehen für so lange. Und hier kommt der Turm. Hier kommt tatsächlich der Turm. Und wir schauen mal bei Marco. Marco sieht nichts. Marco sieht gar nichts. Er hätte hier den Dorfwohner schon sehen können und ist auf dem Weg zur Castle. Erreicht denn der Turm irgendwas? Marco ist auf dem Zeit in die Castle Age. Oh. Ich weiß nicht, ob Donny sich hier nicht komplett versteigt. Der Turm, der reicht doch gar nicht bis dahin, oder? Also, dass er was vom Gold wegkriegt. Zum Gold? Ich weiß es nicht. Wenn man jetzt dieses Grid-Add-on hätte, hätte man vielleicht sehen können. Dann könnte man schön zählen. Ich glaube, der Turm bringt ehrlich gesagt überhaupt gar nichts. Und Marco ist auch so langsam die Befürchtung. Marco ist auf dem Weg in die Ritterzeit. Hat jetzt hier Schmiede und Marktplatz. So schnell es geht, macht er sich auf dem Weg in die Ritterzeit. Und ist halt die Frage, was er hier baut bei den Malaien. Kommt da die Burg? Malia. Oh doch, Malia. Auf den Steinwall! Auf die Holzklötze, da steckt der Pfeil drin. Er hat vielleicht. Oh, jetzt probiert er es nochmal ein bisschen näher ran. Jetzt hat er gedacht, okay. Interessant natürlich, wie Marco jetzt reagiert. Baut er direkt einen Verteidigungsturm, sagt er, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Okay, jetzt geht er wieder. Moment, er haut ab. Jetzt versucht er doch einen Tower-Hop. Jetzt der Tower. Die Ablenkung! Der Turm lenkt ab! Und hier der Tower-Hop zur Ablenkung. Und jetzt hier ein Partisan. Der steht auch falsch. Jetzt hat es wieder abgerissen. Nee, doch. Der stand nicht richtig. Donny hier unentschlossen, oder? Steht der richtig? Ist das die richtige Position? Nee, musst du direkt in die Ecke. Das ist nicht die richtige Position, glaube ich. Man kann ja die Map nicht drehen, oder? Okay, kann man was macht Marco jetzt? Okay. Marco haut hier ein Haus. Dann geht es nicht mehr. Dann geht es nicht mehr. Verteidigt hier. Sieht das Donny? Ja, Donny sieht das schon, dass hier die Haus zur Verteidigung kommt. Vielleicht will er gar nicht den Wall-Hub machen, sondern irgendwas anderes. Man weiß es nicht. Marco, jetzt also normalerweise würdest du halt erst, wenn du nochmal hier guckst an der Seite, würdest du genau dasselbe mit deinen machen. Also kannst du durch die Mauer quasi da selber ein Haus hinbauen, dass der andere da nichts hinstellen kann. Aber jetzt, er lagert sich ein und kommt nicht durch. Nö. Kriegt die Dorfbewohnerin, aber gut. Jetzt ging sie Wut, Übersprungshandlung. Dann mache ich dich mit meinen Händen eben kaputt. Was kommt da hin? Da kommt die Castle. Okay, ja. Da kommt die Burg. Das wird jetzt wahrscheinlich gleich Gebedos regnen. Frage, was man... Why? Und jetzt noch ein Turm. Donny committet sich komplett hier auf den Tower Rush, ist auch noch nicht im Ansatz in der Ritterzeit. Jetzt ressourcentechnisch 100 Nahrung fehlen ihm noch. Ich weiß nicht, aber auch schon Gebäude. Ja, hat den Markt, auch die Kaserne und die Schmiede. Also wird jetzt hier mit viel Verspätung Marco folgen. Aber ich glaube, Marco will hier die Burg bauen, aber noch nicht auf den TC gehen, glaube ich zumindest. Aber die Burg wehrt hier also relativ easy jeden Aggressionsversuch hier ab. Also durch die Mauer wird er nicht durchkommen. Ja, ich verstehe es jetzt auch nicht ganz. Also vor allem würde ich bei einem erfahrenen Spieler jetzt nicht unbedingt einen Tower Rush machen und auch noch auf der Karte. Und Marco hat... Moment! Ach, Moment mal. Marco hat... Aber warum kann der... Doch, ich glaube, der Turm könnte die Burg angreifen, aber nicht... Die Burg hat, glaube ich... Ja, die Burg hat 9. Und der Tower hat auch 9. Beide haben sich schon Fletching geholt. Aber Highground, auch wenn die Burg macht hier richtig Schaden mit Highground-Bonus und der Turm ist weg. Und jetzt kommt der Stall. Jetzt kommt der Stall hier von Donny, der bringt ihm aber nicht so wahnsinnig viel. Und hier sogar der Turm. Wahnsinnig die Reichweite hier. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Findest du das nicht auch erstaunlich? Brillant finde ich das. Grandios geradezu. Bombastisch könnte man fast sagen. Aber Donny, er lässt nicht locker. Er baut direkt den nächsten Turm und ein Haus. Vorbordhaus hier von Donny. Der versucht es hier wirklich mit allen Mitteln. Und währenddessen Marco... Will hier sich die Bären schnappen. Marco ist so frech. Will jetzt hier wahrscheinlich einen TC bauen. Hat dann anscheinend das Gold hier noch hinten noch nicht gescoutet, weil das wäre natürlich definitiv... Doch, hat er. Aber trotzdem entscheidet er sich hier. Und jetzt hier 4 Gebedos.
die jetzt wahrscheinlich den Weg nach außen nehmen und dann hier die Dorfhörner wegsnacken wollen. Donny hier mit dem Turm, aber das Tor, das fällt doch gar nicht. Ja, nee, auf die Erklärung bin ich auch mal gespannt, warum er das mit den Türmen so... Also Marco, direkt rüber. Jetzt wäre Marco natürlich das große Fragezeichen, wie man durch den Wall durchkommen will. Donny baut jetzt hier einen Stall und weitere Ställe, also drei Forward-Ställe hier schon. Ritterzeit mittlerweile dürfte auch bei ihm bald ankommen. Und jetzt die Jebeddies. Na, wo läuft er hin? Castlezeit falsch. Bald, wo springt der eigentlich immer hin, wenn man den Spieler wechselt? Okay. Jetzt hier einmal LOL von Donny. Ich weiß nicht, was die Jebeddos hier wollen. Junggesellenabschied. Die hier durchziehen. Ansonsten, klar, die Dorfwohner kannst du wegsnacken. Was? Donny baut jetzt auch da unten noch ein TC außerhalb? Ja. Ah, am Goldspot sogar. Also hat hier schon mal einen gesichert. Aber was baut er aus diesen Stellen hier? Ritter? Bei den Slaven? Ritter? Man weiß es nicht genau. Jetzt die Jebeddos hier. Mit denen, man weiß nicht, werfen die Äxte oder Messer so, ne? Oder? Ich glaube, also so Wurfmesser, die aber so gerade fliegen, glaube ich. Oder so Küchenquäle. Ich glaube, so Art Darts. Die Dart-WM. Schaust du Dart? Ist das was für dich? Ja. Mal irgendwie abends schön durchseppen, aber Frau Sport. Dart. So, sie machen sich jetzt, also es ist so ein bisschen, was macht mehr Schaden? Zwei Türme oder vier wütende Frauen mit Messern, die hier durch das Tor langsam, und jetzt auch keinen Bock mehr, keine Lust mehr. Nur dann lassen wir es halt. Wenn du mich nicht reinlässt, dann lassen wir es. Oh doch, komm nochmal zurück. Willst du dann doch nochmal probieren? Beide mittlerweile mit dem TC. Donny hier mit dem Vorteil, dass sie hier den Goldspot gesichert haben. Marco aber hier schön gesichert noch bei, keine Mönche, glaube ich, bei beiden. Und jetzt hier der Siege-Workshop von Marco, der hier langfristig... Oh, das ist ja geil. Guck mal, ich kann hier sogar mit diesem Knopf... Ich sagte, da sind 20 Knöpfe an der Maus und jeder hat irgendeine coole Funktion. Und jetzt die Jebeddos. Ah, das ist Muskelkater worden. Wenn du das Messer so weit werfen musst, einmal über den Wall, bergauf und dann noch hier so weit rein. Ah, die Armen, das tut mir leid. Und hier der Scout guckt sich das an. Aha, aha, interessant. Aber was baut Donny? Donny baut nichts aus diesen Stellen. Nee. Das sind jetzt eine Ramme hier von Marco. Ja, das ist eine ist ja recht langweilige Belagerung. Da passiert nicht so viel. So, nicht zur Verteidigung, also fallen dann die Türme wahrscheinlich auch schnell wieder. Oh, guck mal, die krabbelt jetzt rein. Mal komm. Moment, oh, jetzt guckt euch mal an. Die jetzt wird nämlich die schneller. Oh, guckt euch mal, wie schnell die ist. Downhill. Bergab, da mit der Handbremse lösen und einfach laufen lassen. in den Turm rein. Gegen den Tower mittlerweile so, und wir sehen hier Knights. Zwei Knights. Ich weiß nicht, wie viele Upgrades er sich schon geholt hat. Können wir jetzt, könnten wir natürlich jetzt hier clever sehen. Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Gucken wir uns mal an, wie viele Upgrades er schon hat. Er hat nur Fletching und Armor-Upgrade für die Knights. Jetzt kommen die Knights raus, kämpfen hier gegen die Jebeddos mit Hulkgrind-Upgrade. Aber der kommt natürlich, wird hier ein bisschen abgelenkt, aber die sind natürlich in Überzahl. Acht Jebeddos, die machen ganz schön Schaden an so einem Ritter mit einem Defensiv-Upgrade. Und da ist er schon durch, selbst mit Hulkgrind-Nachteil. Und auch der Ritter wird fallen, da ist man einfach. Und das Micro von Marco ist natürlich auch fantastisch. Und die machen ja Nahkampfschaden, ne, mit ihren Messern, soweit ich das weiß. Das heißt, ich glaube, Ritter haben mehr Fernkampfrüstung als Nahkampfrüstung. Das heißt, die sind eigentlich gar nicht so schlecht dagegen. Ich bin mir gerade auch gar nicht sicher. Mittlerweile, die Expansions laufen hier gut. Turm bei Donny auch. Donny baut hier eine Archery Range. So, die Frage, wie countert man Jebeddos, ist die gute alte Frage. Und jetzt... Die räumen jetzt ja auch langsam auf mit ihrem Kumpelfreund. Geht jetzt voll auf Jebeddos oder hat er noch was anderes? Er hat Jebeddos ansonsten gar nichts. Er hat nicht mal eine Kaserne. Marco hat nicht mal eine Kaserne. Das heißt, alles, was er bauen kann, ist Belagerungsgerät und Jebeddos. Aber das ist erstmal keine so schlechte Kombination bei Donny in der Base. Ja, hier hat er noch zwei Holzpatches. Ansonsten, so, jetzt geht's gegen die Wall. Und Donny hat nix. Donny hat gar nichts. Donny hat noch einen Stall, aus dem er nicht produziert. Aber ansonsten, Marco entscheidet sich jetzt erst hier. Und da wird er durchknüppeln. Ich weiß nicht, was Donny ihn hier aufhalten soll. Keine Arps, schreibt Donny. Keine Arps. Elite Skirmisher macht er jetzt. Elite Skirmisher, die so gut sind gegen die Jebeddos, ist die Frage, die ja Nahkampfangriffe machen. Das heißt, die überragende Fernkampfrüstung der Plänkler hilft hier gar nichts.
Aber hier kommt man durch die Wall und Donny hat nichts. Donny hat gar nichts. Donny hat hier das Upgrade für Plänkler. Jetzt baut er 3 Plänkler, aber... Also... Die stehen gleich im Lager. Die stehen gleich im Lager und da kommt auch überhaupt gar nichts von Donny. Eher hier, er hat auch... Das einzige Produktionsgebäude ist die Kaserne. Vielleicht würde die sogar helfen. Währenddessen der Stall hier. Das einzige... Er hat wirklich momentan 2 Produktionsgebäude. Diese Archer Range und der kommt jetzt durch den Hintereingang. Gerissen rein, aber... Noch eine Archer Range, aber 3 Rammen, der macht einfach das DC kaputt. Ja. Da wird auch der Plänkler nichts dran ändern. Das sieht nicht gut aus für Donny. Das sieht gar nicht gut aus für Donny. Wirklich die ersten Minuten... Da ist die Burg. Die Panikburg. Ja, die Panikburg. Könnte jetzt noch funktionieren. Aber Donny sich hier mit dem Tower Rush, glaube ich, komplett verkalkuliert. Ja. Ich weiß auch nicht, was er da wollte. Ob er wirklich auf diesem Wall-Hop gepunktet hat, diese 50% hier. Ich glaube, Marco könnte hier richtig, richtig viele Dörfer unterwegs snacken, wenn er das sieht. Ich glaube, er sieht das auch mittlerweile. Und jetzt direkt, aber ich glaube, die Rammen machen die doch direkt wieder kaputt eigentlich, oder nicht? Jetzt ja, aber die geht erstmal hoch. 100% und jetzt geht, er fokust hier, glaube ich, erstmal die Gibettos, um die mal langsam wegzukriegen und schafft ja auch einiges an Schaden. Währenddessen machen die Rammen natürlich aber massiv Schaden. 4 Rammen gegen eine Burg. Mhm. Das ist eine Rechnung, die geht nicht zu Donnys Gunsten raus. Jetzt die Dörfer, komm raus! Und hier Nahkampfschaden an die Rammen. Das wird eng. Das wird richtig eng, glaube ich. Die erste Rahme geht kaputt. Wir können das nicht so ganz gut sehen. Die zweite, die eine nimmt den Umweg, Ausfahrt hier über Dortmund. Das ist aber ganz schlau. Die Burg schießt darauf und nicht auf die Chibettos hinten, die dann die Dorfkrone. Donny macht das hier nicht schlecht. Das Micro stimmt auf jeden Fall. Die Rammen sterben. Und jetzt 2 Chibettos sind noch da. Ey, Donny wehrt das ab! Donny wehrt das ab! Eine Ramme steht noch und 2 Gibettos stehen noch. Ich weiß nicht, was die Burg gerade fokust, ehrlich gesagt. Oder hat eine Burg Mindestreichweite und der kuschelt hier. Genau, der hat noch keine Mörderlöcher. Das heißt, aber doch, die Pfeile greifen... Ach, aus dem TC. Ja. Okay, aus dem TC. Schwierig zu erkennen. Und jetzt von Marco auch die Burg und das Town Center hier direkt in der Mitte sichert sich hier gleich eine Menge Ressourcen. Und weiter Gibettos. Die Plänkler hier, das funktioniert so halb gut, aber die haben hier nur 2 Rüstungen gegen den Nahkampfangriff von den Gibettos. Das heißt, die machen hier recht viel Schaden, aber natürlich, die Plänkler momentan in Überzahl. Und The Viper ist im Chat, sehen wir gerade. Ich weiß nicht, vielleicht mal den Chat, wir haben ihn gerade nicht vor Augen, aber The Viper ist im Chat und sieht hier gerade das Spiel. Donny gegen Marco, das wäre natürlich jetzt, wenn Donny hier gegen Marco gewinnen könnte, aber Marco mittlerweile vertrieben, aber die Lücke ist immer noch da. Mittlerweile noch niemand auf dem Weg zur Castle Age, glaube ich. Marco auch noch nicht. Wie süß du das klinken lassen. Viper ist im Chat. Freuen sich jetzt die Archery Range hier von Donny. Ich glaube, das ist jetzt, Donny denkt sich jetzt, okay, so countert man Gibettos mit Plänklern. Und ich kann gar nicht mal sagen, ob er Unrecht hat oder nicht. Ich glaube, es kann sogar funktionieren. Das ist halt so eine Quatscheinheit. Dritte TC. Hier von Marco. Also Marco macht jetzt hier große Schritte zum Eco-Vorteil. Holt sich die Reliquien schon. Holt sich die Reliquien, ja. Was macht Donny jetzt? Was kann Donny jetzt machen? Universität bauen. Hm. Also er müsste... Wie sieht es denn mit seinen Rohstoffen aus? Momentan. Kann er irgendwie mal... Ah. Nicht schlecht. Also die Imp ist wahnsinnig weit weg hier für Donny. Wahnsinnig weit weg. Die Burg wird erstmal stehen und kommt Gibettos und er macht hier auch die Lücke nicht zu. Ich glaube hier, das ist jetzt natürlich wieder so ein bisschen der Betrachtervorteil, aber ich glaube, es wird schon mal helfen, hier zuzumachen. Die Gibettos versuchen jetzt hier nochmal seitlich vorbei oder wollen hier in die Echse kommen. Die ist nicht verteidigt. Er hat seine gesamte Verteidigung jetzt hier reingezogen und währenddessen ist die Echse komplett offen, also hier sein TC. Und hier kann er eigentlich nur einlagern und Marco kann die hier schon viel knuspern. Uiuiui, jetzt merkt's, Donny lagert ein, kriegt hier noch einen Gibetto. Aber er kann hier wirklich schon alles, mittlerweile auch die zweite Reliquie, die Gibettos nerven hier. Und Donny ist hier wirklich in die Ecke gedrängt. Er ist in die Ecke gedrängt, kommen hier immer weitere Gibettos dazu. Und ich glaube, Marco lehnt sich jetzt einfach zurück. Was hat Marco da oben links? Guck mal auf der Karte. Das ist noch ein weiteres TC. Noch eins, okay. Marco lehnt sich zurück, zieht nochmal am Sangria-Strohhalm und wartet einfach auf die Imp-Zeit. Wartet auf Imp, baut einen Tribok und dann ist er drin. Und hier macht er langsam aber sicher auch das Ganze kaputt. Währenddessen Escort hier von Donny. Er bewacht die Bären. Also als letzte Verteidigung hier nochmal die Möglichkeit zu haben. Donny hat hier aber abgewallt. Und die Gibettos nerven jetzt natürlich. Solange Marco den Eco-Vorteil hat, und den hat er momentan, jetzt läuft das in seine Richtung.
Ich weiß doch, dass ihr hier wart. Ihr wart doch hier. Da klingelt doch immer jemand. Ich hab euch ganz genau gehört. Ich glaube, Marco will hier einfach den Royal Flush abräumen und alle 5 Reliquien sammeln. Ich glaube, das ist Marcos Ziel. Kommt jetzt hier aber auf den Steinspot. Auch ein bisschen frech. Jetzt können wir mal sehen, wie Gebedos sich hier machen gegen Plänkler. Mit 2-2 Upgrades, also gute Plänkler, kann man sagen. Ich weiß gar nicht, aber Gebedos, ob die als Schützen zählen. Ich glaube nämlich nicht. Und deswegen kriegen die auch keinen Angriffsbonus. Aber sie sind überzahl, sind billiger einfach. Kosten kein Gold. Das heißt, in der Regel hat man eigentlich mehr Plänkler als Gebedos. Und hier in der Übermacht muss Marco sie zurückziehen sogar. Ja, eigentlich ganz gut. Guter Zug hier von Donny, noch die Aufmerksamkeit zu haben, auch mal so nach solchen Ressourcenspots zu suchen. Im Zweifelsfall. Donny. Währenddessen die Bedos ackern hier so ein bisschen die Seite weg. Hier kommt noch die Archer Range. Marco hier baut hier seine Eco richtig gut aus. Hat hier wirklich super viele Goldspots und super viele Steinspots in seiner Reichweite. Also überhaupt kein Problem. Während Donny hat eigentlich den hier noch sicher als Goldspot, den und den in seiner Base. Von daher, momentan sieht es noch okay aus. Aber lange kann er sich das auch nicht leisten. Hier immer noch offen. Die Burg steht und jetzt auch auf dem Weg zur Imperialzeit. Mal gucken. Bald dürfte er in der Imperialzeit sein. Dann kommen die Triböcke. So, jetzt können wir mal gucken, wie gut Gebedos hier sind. Oh, fast. Haus ist hier gegen Gebedos. Aber ich glaube, die werden eigentlich ganz gut abgeräumt. Ja, das ist schon... Naja, die machen nicht so viel Schaden. Nee. Reichweite 5-7. Da haben die auch den Reichweitevorteil. Aber er kommt hier auch locker raus. Währenddessen geht's jetzt hier weiter. Hier wird noch eine schöne Vorbordmühle gebaut. Überhaupt kein Problem. Die Gebedos währenddessen wird aufgebaut. Und ich glaube, sobald die Imperialzeit da ist, kommen die Triböcke, die dann hier richtig schön reinfahren können. Und dann die Castle angreifen. Ich überlege gerade, was der beste Winkel ist, um die Castle hier anzugreifen. Vielleicht sogar von hier. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden jetzt mal gucken, wie Marco das löst. Jetzt kommt hier die Mühle. Gebedos suchen hier weiter. Aber Donnys Expansion seht ihr ganz gut. Aber Donny, wir gucken mal auf seine Ressourcen. Weit weg von der Emeraldzeit. Naja, so weit nicht. 500 Nahrung. 200 Gold, das ist jetzt auch nicht unendlich viel. Aber er ist wirklich weit hinten. Und Marco, wir werden jetzt wahrscheinlich auch direkt die Triebböcke gebaut werden. Ja. Noch nicht. Ressourcen. Er wartet noch auf die 200 Holz hier. Die hat er jetzt. Und dann dürfte wahrscheinlich gleich der erste Triebbock kommen. Oder er versucht es mit seiner geliebten Siege-Workshop zu machen. Bin ich sicher, jetzt Donny holt sich hier... Sieht das nach einer Burg aus? Ist das eine Burg irgendwo? Ich sehe zumindest keine. Doch, ja. Hier die Burg von Donny. Aber hier kommt ein Triborg und dann wird das auch wieder direkt zunichte gemacht. Jetzt kommt auch das... Ach, auf Englisch heißen die Trebuchets? Das weiß ich gar nicht. Trebuchet. Kommt hier und dürfte relativ schnell die Burg eigentlich in Schach halten. Ach, ich weiß nicht. Donny braucht jetzt natürlich auch ein bisschen Zeit, ne? Er muss selber in die Imperialzeit kommen. Schwer zu sagen, wie Donny hier der eisernen Hand von Marco noch entschwinden kann. Er hat die Universität zumindest. Ich glaube, er hat sich auch Ballistik geholt. Nervt halt immer überall mit den Gebedos, die da rumlaufen und da in kleinen Gruppen. Da unten kommt auch wieder eine Gruppe an. Die laufen wirklich so Patrouille überall. Laufen überall rum. Donny hier in der Base relativ eingesperrt, aber kann jetzt noch, die Burg steht. Donnys Burg steht, hat jetzt auf jeden Fall hier das Stein sicher. Und hier kommt eine Mange. Und hier natürlich Donny, wir wissen, sein Micro ist mittlerweile wirklich formidabel geworden. Mhm. Und mit einem guten Treffer, ich weiß nicht, ob Marco gerade hinschaut, ob Marco gerade aufpasst, ob er hier ist und der Treffer könnte richtig wehtun. Oh, doch, Marco, ja. Passt auf. Marco ist aufmerksam, Marco ist dabei. Aber hier, wow, natürlich hier Nahkampfschaden von den Gebedos. Da fällt so eine Mange natürlich auch mal blitzschnell. Donny jetzt auf dem Weg in die Imperialzeit, dürfte bald ankommen und verteidigt das hier eigentlich auch ganz gut. Ne? Also, ich glaube, ideal ist der Trade nicht, aber solange man mehr hat und solange man kein Gold dafür verbraucht, ist das okay. Und jetzt hier der Triebock. Wo ist er denn hin eigentlich? Der Triebock von Marco? Ah, doch, hier steht er. Versteckt. Hier unter den Marktständen wird hier einfach ein Triebock aufgebaut. Und die Burg fällt. Da kann Donny auch nicht viel machen dagegen. Er braucht jetzt selber die Imperialzeit. Vielleicht war es gar nicht so dumm, die Burg hier zu bauen. Ist ja fast im. Er ist fast im. Und ich glaube, dass es fast eine Ablenkungsburg ist. Um hier einfach Marco so lange zu binden,
dass er zumindest hier seine Hauptbase nicht verliert. Auf der anderen Seite, was ist seine Hauptbase letzten Endes? Ein TC, eine Burg und noch ein Goldpatch. Oh, Oha. Und jetzt hier die Chevalier-Armee von Marco. Und das mit Donny haben wir richtig bitter bezahlen müssen hier mit richtig saftigen Upgrades. Und hier, oh, jetzt können wir mal Donnys Gesicht sehen vielleicht. Eieieiei. Das ist der, ja, und da ist der Shit. Das schreibt das Shit. Und, aber er ist noch nicht GG. Er lagert hier auch noch nicht ein. Doch, er lagert mittlerweile ein, aber die Plankler natürlich hier überhaupt gar keine Chance mit ihren mickrigen 5 Schaden gegen so einen Chevalier, der irgendwie 140 Lebenspunkte hat. Die werden ihre Zahnstocher werfen. Die machen einen Schaden. Unfair, schreibt er hier. Wer? Aber warum? Donny schreibt unfair, das ist natürlich ekelhaft. Soll ich back gehen, schreibt Marco. Also hier ekelhaft und hier auch das TC macht dir nicht wahnsinnig viel Schaden. Greift das TC hier direkt an. GG. GG von Donny. GG, falls ihr wisst, was das heißt, bitte schreibt es in die Kommentare. Ansonsten GG. GG, ja. Ah. Da hat er getoyt mit mir auch ein bisschen, ne? Na. Ach, Donny. Getoytet? Ach, warst du schlecht, oder was? Nee, war gut, war streckenweise ganz gut. Ich, wir können ja mal ein bisschen drüber reden. Der Ansatz mit dem Tower Rush, wie hast du dir das vorgestellt? Nee, Tower Rush ist es ja nicht, überhaupt nicht gewesen. Es war einfach nur Tower. Ich wollte einfach, dachte mir, hey, Marco ist der bessere Spieler, der wird auf jeden Fall vor mir es schaffen, sozusagen Ritterzeit zu erreichen. Da ist er einfach besser. Und ich dachte mir so, okay, ich gehe auch auf Fastcaster natürlich mit den Steinmauern und wie kann ich es irgendwie hinkriegen, ihn wenigstens ein bisschen zu beschäftigen, bevor er sofort all-in auf mich geht und einfach angreift. Und dann habe ich ja das Gold gesehen und dachte mir so, hey, vielleicht kann ich ihn einfach wenigstens ein bisschen nerven. Das Stein ist ja hier verfügbar bei mir. Ich kann ja Stein abbauen, Holz habe ich genug. Beeinträchtigt jetzt sozusagen nicht mein Fastcastle-Bild. Die 4 Wills kann ich opfern, dachte ich mir. Und dann, das sind ja auch Ressourcen, auf die er früher oder später ist. Einfach um ihn zu nerven, das war jetzt kein. Und dann habe ich aber dann gesehen, er hat ja hier diese 2 Gates. Und dann hätte ich einen Tower-Hop machen können, das habe ich leider zu spät erkannt, das war ein Fehler. Ich hätte einfach zuerst sofort den ersten Tower hier hinbauen sollen, sneaky, den hätte ich vielleicht geschafft rüberzöpfen und dann hätte ich einen Tower-Rush draus machen können. Aber so war das einfach nur ein bisschen versuchen, ihn irgendwie zu beschäftigen, bevor er mich überrennt. Ja, mehr kann ich dir das auch nicht sagen. Dadurch war er auf jeden Fall sehr schnell Ritterzeit, schnelle Imperialzeit, hat auch die TCs schon mehr geholt und hatte eigentlich seine Map-Seite so relativ gut in der Kontrolle. Wie viele TCs hat er insgesamt? Er hat jetzt am Ende 3. Okay, auch nur. Ich hatte auch nur 2. Ach, krass. Naja, also er kam halt mit Chevalieren. Das ist natürlich mein Problem, dass ich nicht gescoutet habe. 4, das ist in der Mitte noch. 4, der hat bestimmt 4. Und bei sich in der Base. 2, 3. Er hat nur 3 gleich. Wieso das? Und dann das hier vorne. Der hat 4. Ach stimmt, das ist da vorne 4, sorry. Genau. Ja, also ich chevaliere natürlich Quatsch, dass ich es nicht gescoutet habe, aber ich dachte halt wirklich eine Zeit lang, ganz ehrlich, dass ich ihm mit den Elite-Planklern echt auf den Sack gehe, weil die Gibettos, die sind, glaube ich, ein probates Mittel auch dagegen. Wir haben auch so ein bisschen gerätselt, ob das gut ist. Aber ich glaube, Gibettos zählen ja nicht als Schützen. Somit machen, als Infanterie, genau. Genau, deswegen machen Plankler keinen Bonusschaden. Nee, das war aber nicht meine Logik. Also ich weiß, dass sie wie Infanterie sind, aber da ich halt keine Arbalesten habe und nur Ambusschützen, habe ich gedacht, da mache ich lieber Elite-Plankler, weil die dann, weil ich komme ja immer an Holz und immer an Nahrung als Slave. Ja. Vor allem. Und dann kann ich die wenigstens ein bisschen maßen. Und es hat ja auch dann mehr oder weniger geklappt, ein bisschen, um ihn wenigstens zurückzuhalten. Aber dann GG sofort, natürlich, wenn ich Chevaliere sie, weil ich habe null die Infanterie-Line aufgebaut. Ich habe keine Upgrades. Ich müsste jetzt 4, 5 Kasernen raushauen. Bis dahin ist es dann Schneeball und deswegen. Wir haben noch eine halbe schöne Zeit. Hast du Bock auf ein Rematch? Vielleicht auf Arabia, damit es nicht so sich lange zieht. Aber ja. ich muss ganz ehrlich sagen, bis zu dem Tower Rush, der so ein bisschen nicht ganz so gut geklappt hat, wart ihr echt auf Augenhöhe. Also ihr wirklich die Pop immer gleich und wirklich total auf. Ich glaube, Donny, du kannst ihn schlagen. Ja, Arabien gerne. Er ist gerade betrunken, er hat gerade einen Sonnenbrand, er liegt gerade am Strand. Vielleicht kannst du ihn jetzt kriegen. Hast du Bock? Ich würde es machen. Ja. Gut, kannst du das außen mit euch machen. Ja. Falls er zuhört, Marco, schönes Spiel. Schönes Spiel. Können wir kurz noch in die Achievements reingucken? Was haben wir da überhaupt? Donny gegen Florentin fände ich interessanter, sagt Balaika Laika Mike. Du, habe ich auch nichts dagegen. Ich glaube, das bringt nicht viel. Ja, kommt drauf an, ich weiß ja nicht, wie du kommentiert hast. Hast du viel, warst du hämisch? Na, überhaupt nicht. Ich bin Team Donny. Ey, wenn Marco gegen Donny, bin ich Team Donny, definitiv. Guck mal, was will denn der Chat? Komm, das soll mal der Chat entscheiden, finde ich. Lass uns jetzt noch eine schnelle Revanche machen. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, damit wir überhaupt noch ein Spiel haben. Du nicht ran willst! Nee, wir können auch spielen, aber ich glaube, Donny gegen Marco ist spannender als wir gegeneinander, weil du bist mittlerweile nicht schlecht. Donny vs. Tini, Donny vs. Florentin, ja, Chat schon ein bisschen. Florentin vs. Donny sehe ich da oft, ne? Also, lass mal hin.
Mara hat mich eingeladen. Das ist sehr gut. Was habe ich? Was ist das Passwort? Was ist das Passwort? Also die Leute wollen das halt, ne? Was? Florentin. Du, von mir aus können wir auch machen. Aber soll Mara dann kommentieren? Nee. Ich kann auch einfach aus meiner Sicht kommentieren, wenn. Was? Was ist denn das Passwort? Wie vorher. Marco kann kommentieren. Im Chat. Er schreibt alles. Ey, mir ist es einfach egal. Komm, dann zocken wir gegen. Nee, du, nee. Aber. Komm gegen Marco jetzt, komm. Los. Wenn er schnell joint? Gegen Marco, wenn er schnell joint, fertig. Rematch, ihr habt schon recht. Machen wir einfach so. Ist einfach jetzt. Verkompliziert nur alles jetzt so. Komm, du willst ihn doch auch fertig machen. Ich will den fertig machen. Mich nervt ja, er mit seinen fucking Gebettos. Fucking Gebettos, ey. Mach ihn fertig jetzt. Und noch Arabien. Arabia. Hat jemand ihm schon gesagt, dass er kommen soll? Ja, ne? Ja, nee. Ich glaube, er, oder? Stehst du mit ihm in Kontakt? Ich glaube, er schaut auch den Stream, oder? Der hat auch während des Spiels den Stream geguckt. Natürlich hat er. Klar. Du, da auf Hawaii läuft doch in jeder Strandkneipe überall groß der Fernseher schön Rocket Beans TV. Genau, das ist wie bei der WM oder so. Ja, klar. So der Live-Übertragung. Wenn man auch so durch die Straßen geht, man hört immer so ein hallendes Florentin-Voice. So. Jetzt braucht er die Fleckler natürlich, kann er da nicht hin. So wie bei der WM, so, so. Delling und Dings. Netzer. Delling und Dings. Delling und Dings, die Show mit den Dellings. Mein Gott, Leute, Marco, joint jetzt komm doch mal ran jetzt hier. Mensch, ihr verzögert das alle. Macht er wieder sich einen Kaffee. Wo ist Marco denn? Hat er Angst? Auf Arabien hat er Angst, glaube ich. Wirklich? Ja, klar. Richtig Schiss. Du, wenn du spielst, spielst du nur Arabien, ne? Ich jetzt? Arabien random. Ich baller am meisten. Ja, das ist mein Ding. Das ist voll mein Ding. Das ist wie Dust 2 bei Counter-Strike. Ich will nur das spielen die ganze Zeit. Immer nur Arabien, Arabien, Arabien. Kein Fan von Nuke? Oh, Nuke fand ich auch mal gut. Aber nicht public. Wenn dann so im Teamgame. Und nur, wenn es die Leute ernst nehmen. Ja, klar. Wenn es um Geld geht. Kann dir jemand den Marco anschreiben? Der kommt gar nicht mehr, ne? Der ist raus. Kann das sein? Ist er da gerade im Chat? Hast du einen Chat da irgendwo? Kannst du ihn nicht anschreiben? Ihr seid doch auf WhatsApp, Mara. Ihr habt doch einen eigenen Channel, ihr beiden. Ich hab ihn ja schon. Oh, warte. Die Zeit schwindet. Bist du auch nicht die Pflanze im Hintergrund? Wirst du die Pflanze im Hintergrund? Ja. Oh, da habe ich keine Ihr sollt, also Marco sagt, ihr zwei sollt spielen. Okay, gut. Okay, alles klar. Dann random, aber auch Arabien, oder wie? Ja, klar. Und du gehst einfach nicht auf Zuschauer. Du musst, genau, zufällig. Alles passt doch, alles klar, geil. Kann ich dabei mit dir reden oder willst du im Tunnel sein? Ich wäre gern im Tunnel, aber du kannst ja trotzdem spectaten. Genau. Okay. Und ihr könnt mal hier ausmachen, den Monitor. Ich werde ein bisschen kommentieren einfach, aus meiner Sicht. Komm, scheiß drauf. Ja, okay. Lass Donny kommentieren. Ach, lass du einfach. Okay, alles klar. Ich hab's verstanden. Wenn Mara nicht kommentieren will. Tu es. Passt. Okay, go, go. Go. Los geht's. Einziges Ziel ist es. Ich verliere wahrscheinlich. Herza. Maimon. Ja, Perser gegen. Was war er? Mongolen. So, okay, ja, das Spiel gerade war nicht so geil. Wohl war nicht so schlecht, finde ich. Teilweise. Gar nicht so. Ist auch viel Kopfsache, ne? Age of Empires. So. Man muss ein bisschen Bock haben. Und auch die Eier haben, um zu denken. Und man muss das Gefühl haben, dass man gewinnen kann. Und gegen Marco, da sehe ich mich einfach noch lange nicht irgendwie Spirenzchen machen. Ich habe erstmal keine. So, wir haben hier wie so eine Kackoase. Dry Arabia Skyler. Und sieht so aus, hätten wir keine geilen Woodlines. Ich habe irgendwie ganz. So, dann mal dahin. Mir ein paar Tipps geben, wo er ist, was er macht. Ja, Woodlines sind weit weg, egal. Also er hat auf jeden Fall einen schlechteren Map als du. Ich hab zum Glück meine Schweine gerettet. Sorry. Memor. Also ich spiele gegen Florentin natürlich mit Man-at-Arms und dann zu Schützen switchen. Muss ihn früh angreifen, weil Florentin gerne wallt. Das darf ich nicht zulassen. Und dann schauen wir mal. Erstmal die beiden Boards finden, das ist ganz wichtig. Noch keinen einzigen gefunden. Nicht gut. Noch ist Zeit, aber ich sollte jetzt schon mal bald einen Boar finden hier. Da ist einer, sehr gut. Und den zweiten muss ich noch suchen. Mm.
Hier ist. Naja, könnte ich schubsen, aber mache ich jetzt mal nicht. So. Shikarchi. Salam. Sahi. Shikarchi. Sahi. Memar. Ulufe Jam. Shikarchi. Sahi. Shikarchi. Shikarchi. So, ich brauche noch schnell den zweiten Born, dann kann ich auch mich mal in seine Richtung begeben. Dann er sieht. Fuck. Anchung. Oh, ich hab beim Angriffsbefehl daneben geklickt. Aber ist okay. No, ist das kein Problem. Come on, sei hier. Come on, Leute. Nicht deswegen jetzt. Nicht deswegen verlieren. Oder verkacken. Gibt's nicht. Ich bin zu blind einfach. Ich sehe den Board nicht. Okay, Risiko-Villager. Geht jetzt hier hin. Der muss doch hier sein. Es gibt's nicht! Immer ist irgendwas, ey. Wo ist denn der Boar? Ey, Leute, dein Ernst? Ich weiß nicht, wo der ist. Das ist doch verrückt. Guck mal, wie weit ich gescoutet hab. Unglaublich. Unglaublich. Ich verliere das deswegen. Ich finde den Ball nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Jetzt haust und alles. Naja, das ist scheiße einfach. Komm, also, sorry, tut mir leid. Also, what the fuck? So schlimm war es noch nie. Das ist so weitläufig gescoutet. Der muss irgendwo ganz weird liegen. Ulufe Jam Korn. Ulufe Jam Korn. Na egal, ich geb's auf jeden Fall nicht auf. Versuch's irgendwie noch hinzukriegen. Hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Memo. Boah, ich auf jeden Fall Loom. Florentin lähmt, glaube ich, nicht, oder? Also, es ist echt heftig. Aber das muss man mit Humor nehmen, weil, also, jetzt kann ich auch nichts machen. Ich klicke mal hoch gleich. Ja, lauf halt dran vorbei, du Depp. Ja, witzig, wenn wir das jetzt trotzdem noch gewinnen, weil das ist eigentlich eine Katastrophenstart. Vor allem das Gute ist für uns, der denkt wahrscheinlich, ich mache irgendeinen Quatsch, weil ich so wenig Punkte habe. Der denkt wahrscheinlich, ich mache jetzt irgendwie sowas Außergewöhnliches oder so. Aber nein, ich habe einfach meinen Bohr nicht gefunden. So, was machen wir jetzt am besten draus? So, das ist eine Kackwoodline hier, die haben es auch verkackt. Ich versuche jetzt einfach auf Schützen zu gehen. Boah, die sind da rumgelaufen! Also jetzt bin ich auf jeden Fall ganz ruhig, weil das läuft einfach nur scheiße, das Spiel. Ich guck mal, ob er irgendwann ein Loch hat. Obwohl, ich will eigentlich noch nicht revealen, falls er ein Loch hat. Memo.
Reiternloch, jetzt habe ich es revealed, das wollte ich nicht verhindern. Ja, das wollte ich verhindern. Ich wollte eigentlich hätte ich zurückbleiben sollen, weil jetzt hier hat er, der hatte da ein Loch, aber ich kann hier rumlaufen, vielleicht checkt er das nicht. Memo. Ori. Salori. Shekochi. Salom. Omode. 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 Memo. Ganz komische Map, ey. Super weit weg, die Woodlines. Alter, die Woodline hätte ich. Warum laufen die denn so scheiße? So, der ist komplett gewallt, aber ist nicht so schlimm. Will einen zweiten. Ich habe auch Backstone, ich könnte das auch einfach Towern sein. Mach ich auch. Sein Gold da vorne. So. Bisschen mal mehr auf. Fletching. Nur mal ihn zu nerven hier. So, ein bisschen mehr Holz ballern. Shit. Na egal. Hausde! I am Hausde! Der geht halt Ritterzeit jetzt, ne? Das ist halt mein Problem. Das ist nicht mein einziges Problem, ehrlich gesagt. So, er baut einen Counter Tower da. Männer geht schneller hoch. Ori.
فرمان میکنی آماده حمله بی باز آی بریلق چون سات آی بریلق چون بریلق چون Oh, schon mal ein paar. Farmon, Ori, Ori, Mikonam. Biljangit. Farmon, Le. Amade. Biljangit, Le. Biljangit, Le. Ori, So, ich brauche mehr Gold. Ach komm, dann immer scheiß Ding, ey. Woher soll ich? Das kann mir wieder keinen leisten. Ja, gut. Motchung. Chance.
Motchung. Timo, Berlichtchen. Zehn Stein fehlen mir, Lel! Und die sind alle hier mega am Spacken hier. Oh Leute, jetzt hab ich's. Scheiße, ich brauch Plänkler. Oh, der läuft dran vorbei! Ach shit, ich hab nicht aufgepasst. Nicht aufgepasst, ja. Shit. Oh! Ganz schnell bitte killen hier! Oh, wichtig! Ja, hör mal hin. Ah, Scheiße, sieht nicht gut aus. Okay, come on, wir brauchen die Dorfies. Ah, da hätte ich echt mal aufpassen sollen, ey. Aber alles noch machbar. Yes. Pass da nicht auf. So, jetzt diesmal aufpassen hier. Mit der Burg kann ich es vielleicht noch schaffen. Jetzt will ich es nur noch aus Prinzip hochkriegen, ey. Jetzt wird schießen. Halt. Nein, den brauche ich! Den brauche ich! Nein! LOL! Wie viel?
Ah, ist ein Quatschspiel, Leute. Aber macht Spaß irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ist ein Quatschspiel. Oh, da kann man ein bisschen knuspern hier. Das ist ganz geil. Oh, das ist doch nicht richtig geil hier. Hallöchen, aber das hat sich mal gelohnt, hier reinzugehen. Hoho! Freunde der Sonne! Hat der Upgrades? Ne, krieg ich auch noch tot. Boah, das hat aber richtig viel. Die haben ja richtig viel Damage gemacht, die paar. Und jetzt kriegen wir die Burg auch hoch. Let's go. Jetzt sieht's wieder ganz gut aus. Oh, jetzt kommt er hier. Muss noch ein paar Plänkler bauen. So. GG. Ich glaube nicht, dass es GG ist, aber wenn er es called, call das. Was für ein Quatschspiel. Was für ein Quatschspiel, Mann. Hallo? Ich bin so dumm. Ich hatte diesen einen Turm da stehen als Verteidigungsturm. Mhm. Und dann, der war halb fertig. Und dann dachte ich mir, ah, der steht ein bisschen falsch. Reiß ihn ab und hab dann vier Steine zu wenig für den nächsten Turm. Oh, ich hätte den einfach da, wo er ist, bauen sollen. Und dann hätte ich noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Und dann hatte ich ständig vier Steine zu wenig. Muss erst da irgendwie, die müssen sich erst die Schuhe anziehen, aufsetzen, Spitzhacke holen, dann laufen die einmal über die halbe Map, nur um diese scheiß vier Steine abzuholzen. Ja. Ach, Mann. Aber da kann ich ja, es war aber, glaube ich, von uns beiden extrem viel Quatsch dabei. Also hast du auch gemerkt, wie ich immer mit einem Villager da wieder hingelaufen bin, um die Burg fertig zu bauen? Also so ein Quatsch. Dreckstier. Ich habe meinen zweiten Bohr nicht gefunden. Das war total krass. Falls du dich vielleicht gewundert hast. Ja, ich glaube, du hast dich trotzdem ganz gut geschlagen. Ich glaube, es nee, nee, das war auch noch nicht GG, sage ich. Glaube ich nicht. Also ich hatte ja echt nichts mehr dahinter. Die Burg war halt einfach mein All-In. Aber ich trotzdem ein gutes Spiel. Es hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Keine Ahnung. Ich fand's cool. Ja, es lief besser, als ich dachte. Ich dachte, ich krieg von dir mehr auf die Fresse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, du hast es auch echt gut gemacht. Und vor allem genau richtig, die Plänkler und so, dann gegen meine, also ich musste hier echt strugglen. Und vor allem, was du vielleicht hättest noch besser machen können, ist, diese berittenen Bogenschützen, Florentin, die waren, das habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich hatte nichts zum Verteidigen. Wenn du mit denen einfach besser rumgehst und raidest, dann ist meine ganze Eco, die eh schon scheiße war, ist dann noch kaputter. Ja, ich muss mit sowas mehr rechnen. Es ist ja klar, ich wall mich ein, ich habe nur ein Gold. Also, was macht der Gegner? Towert mir mein Gold, weil dann habe ich verloren. Ist ja klar, da muss ich dann einfach auch aufpassen, und da dann irgendwie einen Scout parat haben, der das einfach dann irgendwie sieht und dann irgendwie die Dorfwohner tötet. Aber irgendwie passe ich da immer noch nicht genug auf. Ich dachte auch, es ist genug Abstand. Ich habe einfach nicht dieses Raumgefühl, wo, wie weit was ist. Aber sieben Teils sind es, glaube ich. Ich sage jetzt mal was ganz ehrlich und das gestehe ich und das gebe ich zu. Ich habe mich richtig gefreut über das GG, weil ich habe es auch ein bisschen vermutet, weil ich habe so ein bisschen gedacht, ich glaube, Florentin denkt, das ist GG, aber glaub mir, das war noch lange nicht GG. Eigentlich kannst du auf die Burg scheißen, dann gehst du halt hier woanders an andere. Hast du doch hier schon gemacht? Das sehe ich ja jetzt erst. Guck mal hier. Du hast doch hier mega die Eco noch. Bau hier Felder, bau eine eigene Burg. Ich komm da nicht mehr raus. Du räumst das ja alles weg. Nee, das glaube ich nicht. Aber ich meine, klar, du willst es jetzt nicht hören, weil du. Aber eigentlich will ich dir damit quasi ein Lob machen. Also, das war einfach noch nicht GG, glaube ich. Das hättest du echt noch rumreißen können. Und ich hatte echt nichts mehr. Ich war all in. Meine Wirtschaft ist komplett für den Arsch gemacht. Ich habe 900 Holz und 80 Nahrung. Also. Naja, okay. Man denkt halt immer, wenn man so lange verteidigt, denkt man sich, ja, der baut in der Zwischenzeit 4-5 TCs und der ist eh schon so meilenweit vorne. Genau, und das ist der Klassiker. Und das passiert mir auch oft. Also quasi, wenn ich in deiner Position bin und gegen Leute spiele, die dann gewinnen, dann gebe ich auch auf und sehe das später. Und damit habe ich halt, deswegen meine ich ja, ich habe ein bisschen damit auch gehofft, dass du da denkst, wie viele TCs hattest du denn? Hä? Wie viele TCs hast du? Ich habe eins. Eins? Ja! Ach komm. Deswegen sage ich doch, das war doch nicht gegeben. Das hätte ich echt nicht gedacht. Vor allem, du hast ja drei Türme oder so, wo ich meine, das ist ja für ihn kein großes Commitment da. Du konntest hier an der Seite, wenn du hier mit deinen Vieren hingegangen wärst, dann hättest du ja direkt hier 20, 30 Leute weg. Ja, die wären alle 20, 30 Leute. Ja, sind das für dich keine Menschen, die Holzfäller? Ja, das sind keine Leute, das sind hier alles meine Arbeiter. Aber ich bin echt beruhigt, dass ich gegen dich noch nicht so hoffnungslos verloren bin, wie ich dachte. Warst du nie? Du hast einfach immer nur in deinem Kopf war das so. Du warst nie hoffnungslos. Du hast einfach immer zu früh gecallt. Wir machen auf jeden Fall nochmal eins. Das war nur nach dem einen Spiel mit diesem Trash, wo du sofort gesagt hast, ja, okay, geh. Drei Leute.
Weg. Ja. Naja, gut. Wunderpunkt. Nächste Woche ist Marc wieder da. Oder? Ja. Dann sehen wir auch endlich sein Referat. Ich freue mich sehr. Aber Donny ist nicht da. Aber Donny ist nicht da. Ich habe eine gute Ausrede. Ich muss fliege zu einer Familienfeier nach Irland rüber. Ich bin ab Donnerstag nächste Woche in Irland. Da freue ich mich auch drauf. Er muss aber trotzdem. Wir machen trotzdem das Referat. Sonst halten wir das nie, weil wir sind immer irgendwann nicht da. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Schönes Wochenende. Jetzt viel Spaß mit Game 2. Mhm. Und haut rein. Schönes Wochenende. Ciao. Tschüss.